Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur April-Ausgabe der Redefreiheit hier im Nordwestradio mit Eugen Drewermann. Heute zu unserem Thema, Herr Drewermann, Versagen. Am Mikrofon ist wieder Jörg-Dieter Kogel. Und zunächst Ihnen natürlich, Herr Drewermann, ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt ins Frühjahr, das ja nun mittlerweile auch hier um das Funkhaus herausgebrochen ist. Das Frühjahr war schön, aber der Zug hatte Verspätung, fast eine Stunde. Ja, aber die Hauptsache ist, dass Sie jetzt hier sind. Wir haben aber trotzdem gleich zu Beginn eine schlechte Nachricht für jedenfalls einige unserer Hörer, sofern sie uns nicht über irgendeine UKW-Frequenz empfangen, sondern über das Internet. Das gesamte Internetangebot von Radio Bremen ist im Augenblick schwer beeinträchtigt, allerdings nur aus technischen Gründen. Und deswegen an dieser Stelle sei gesagt, wenn Sie uns erreichen wollen über den sogenannten Livestream, ob das nun in Köln, in Karlsruhe oder in Kiel ist, völlig egal. Gehen Sie auf die sogenannte Hauptseite, die Homepage, sagt man glaube ich auf Englisch. Und da werden Sie sehen, in der rechten Spalte, da gibt es insgesamt 6 kleine Schilder. Drücken Sie auf das Schild Nordwestradio und dann könnten Sie uns, wenn Sie außerhalb unseres terrestrisch empfangbaren Programms anrufen wollen oder hören wollen, können Sie das über diesen Weg tun. Ich muss heute noch ein paar weitere Bemerkungen machen, Herr Drewermann, bevor es losgeht. Wir sind heute kürzer in unserer Sendezeit. Diese Sendung geht gegen 21 Uhr zu Ende. Man kann sich denken, dass das Gründe hat, die nichts mit dieser Sendung zu tun haben. In Bremen findet nämlich derzeit die Jazz Ahead statt. Das ist, ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen, Herr Drewermann, mittlerweile eines der wichtigsten internationalen Jazzfestivals. Es ist eine Messe angeschlossen. Am Donnerstag ging das hier in Bremen los. Und morgen endet es nach dann ungefähr 80 Konzerten, die gegeben wurden dann. Und von 21.05 Uhr an, also nach den Nachrichten, bis morgen früh um 6 Uhr übertragen wir gemeinsam mit dem Westdeutschen Rundfunk aus verschiedenen Konzertsälen, übrigens nicht nur aus Bremen, sondern auch aus dem Nordwesten. Einmal im Jahr haben die Jazzfreunde bundesweit Vorrang vor der Redefreiheit. Ich denke, dass unsere Hörer das akzeptieren können. Es ist ja auch die Ausnahme und die wird es auch bleiben in der Mai-Ausgabe, übliche Sendezeit 19 bis 21 Uhr. Die sogenannte 22 Uhr, genau. Ja, oh, jetzt habe ich den Fehler schon gemacht, Herr Drewermann, ja. Die sogenannte Einführungsstunde, die unsere Hörer ja kennen, in der sie üblicherweise mitgebrachte Texte zum Thema vorstellen und erläutern, die fällt heute etwas kürzer aus, ehe dann unsere Hörer das Wort haben. Das ist diesmal schon so gegen 19.30 Uhr der Fall. Die Telefonnummer ist geblieben, unter der Sie uns erreichen können. Das ist 0421 für Bremen. 246624 und das Ganze nochmal zum Mitschreiben. 0421, das ist die Bremer Vorwahl und dann 246624. Strompost, englisch gesprochen, E-Mails adressieren Sie bitte an redefreiheit@radiobremen.de. Keinerlei Störung, Sie werden jederzeit Ihre Fragen hier bei uns loswerden. Wir erwarten also Ihre Anrufe und Ihre elektronische Post und Sie können das, wenn Sie wollen, auch jetzt eigentlich schon tun und schreiben und Fragen an Herrn Drewermann stellen. Bevor es jetzt wirklich losgeht, noch ein Hinweis auf ein Buch, das aus der Redefreiheit hervorgegangen ist und von meinem Kollegen und dem Redakteur dieser Sendung, Stefan Cartier, herausgegeben worden ist. Es heißt, das Richtige im Leben tun, wie wir unseren Weg finden. Es ist im Patmos Verlag erschienen, kostet 14,99 €. Und in dem Verlag, Herr Drewermann, sind noch fast alle Ihrer anderen Bücher erschienen. Diejenigen Hörer, die in der letzten Sendung durch einen raschen Anruf gewonnen haben, nämlich ein Exemplar, die bekommen es jetzt mit einer Widmung von Herrn Drewermann zugeschickt. Und wenn Sie jetzt alle, die uns zuhören können, anrufen, dann werden Sie eines von 3 Exemplaren gewinnen können. Diesmal mit einer prompten Widmung von Herrn Drewermann. Und die Telefonnummer, die sage ich jetzt an dieser Stelle nochmal, 0421-246-624. Die ersten 3 Anrufe bekommen ein von Herrn Drewermann. Ich würde vorschlagen, auch von Herrn Cartier signiertes Buch. So, das war heute die lange Vorrede zu einer etwas kürzeren Sendung. Unser Thema, eingangs erwähnt, Versagen. Herr Drewermann, der erste Text, den Sie mitgebracht haben, der stammt von Franz Kafka und man kann mit einem Wort sagen, es ist ein weltberühmter Text.
Text geworden, der gehört der Weltliteratur zu. In meiner Zeit, jedenfalls als ich die Schulbank drückte, war das noch Pflichtlektüre. Dennoch denke ich, müssen wir zwei, drei Bemerkungen vorneweg machen für alle die, denen der Text vielleicht nicht mehr ganz geläufig ist. Im September 1919, man muss dazu sagen, Kafka ist vom Jahrgang 1883, also im September des Jahres 1919 kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Kafka und seinen Eltern. Der damals 36-jährige Kafka wollte heiraten und die Dame seines Herzens hieß Julie Woryzek, die in Prag als Sekretärin arbeitete. Kafka hatte sie erst wenige Monate davor kennengelernt. Eine Heirat kam für Kafkas Vater, aber man kann auch sagen, für die Eltern überhaupt nicht in Frage. Hermann Kafka, der Vater, beleidigte seinen Sohn schwer und bot ihm an, mit ihm doch ins Bordell zu gehen, wenn es denn so pressieren sollte. Dieser verständlicherweise tief sitzenden Kränkung und Verletzung verdanken wir das von mir eingangs erwähnte Stück Weltliteratur, den berühmten Brief Kafkas an seinen Vater. Es ist, wer den sich nochmal durchliest, eine Abrechnung, die sich wirklich gewaschen hatte, eine Art Gegenangriff auf den Vater mit dem Ziel, die eigene Selbstachtung zurückzugewinnen. Den Brief übrigens hat Kafka nie abgeschickt. Er wurde 1952 in der Neuen Rundschau von seinem lebenslangen Freund Max Brod veröffentlicht. Jetzt hören wir einen kleinen Auszug aus diesem Brief zu unserem heutigen Thema Versagen in der Presse, in der Redefreiheit, und danach reden wir dann über diesen Text, Herr Drewermann. Du kannst dein Kind nur so behandeln, wie du eben selbst geschaffen bist. Mit Kraft, Lärm und Jähzorn. Und in diesem Falle schien dir das auch noch überdies deshalb sehr gut geeignet, weil du einen kräftigen, mutigen Jungen in mir aufziehen wolltest. Ich hätte ein wenig Aufmunterung, ein wenig Freundlichkeit, ein wenig Offenhalten meines Weges gebraucht. Stattdessen verstelltest du mir ihn, in der guten Absicht freilich, dass ich einen anderen Weg gehen sollte. Aber dazu taugte ich nicht. Du muntertest mich zum Beispiel auf, wenn ich gut salutierte und marschierte, aber ich war kein künftiger Soldat. Die Unmöglichkeit des ruhigen Verkehrs hatte noch eine weitere, eigentlich sehr natürliche Folge. Ich verlernte das Reden. Ich wäre ja wohl auch sonst kein großer Redner geworden, aber die gewöhnlich fließende, menschliche Sprache hätte ich doch beherrscht. Du hast mir aber schon früh das Wort verboten. Deine Drohung, kein Wort der Widerrede, und die dazu erhobene Hand begleiteten mich schon seit jeher. Ich bekam vor dir, du bist, sobald es um deine Dinge geht, ein ausgezeichneter Redner, eine stockende, stotternde Art des Sprechens. Auch das war dir noch zu viel. Schließlich schwieg ich. Zuerst vielleicht aus Trotz, dann, weil ich vor dir weder denken noch reden konnte. Und weil du mein eigentlicher Erzieher warst, wirkte das überall in meinem Leben nach. Deine äußerst wirkungsvollen, wenigstens mir gegenüber niemals versagenden rednerischen Mittel bei der Erziehung waren Schimpfen, Drohen, Ironie, böses Lachen und, merkwürdigerweise, Selbstbeklagung. Ich hatte vor dir das Selbstvertrauen verloren, dafür ein grenzenloses Schuldbewusstsein eingetauscht. In Erinnerung an diese Grenzenlosigkeit schrieb ich von jemandem einmal richtig, er fürchtet, die Scham werde ihn noch überleben. Ich konnte mich nicht plötzlich verwandeln, wenn ich mit anderen Menschen zusammenkam. Ich kam vielmehr ihnen gegenüber noch in tieferes Schuldbewusstsein. Ebenso wenig Rettung vor dir fand ich im Judentum. Hier wäre ja an sich eine Rettung denkbar gewesen, aber noch mehr. Es wäre denkbar gewesen, dass wir uns beide im Judentum gefunden hätten oder dass wir gar von dort einig ausgegangen wären. Aber was war das für Judentum, das ich von dir bekam? Ich habe im Laufe der Jahre etwa auf dreierlei Art mich dazu gestellt. Als Kind machte ich mir in Übereinstimmung mit dir Vorwürfe deshalb, weil ich nicht genügend in den Tempel ging, nicht fastete und so weiter. Ich glaubte nicht mir, sondern dir ein Unrecht damit zu tun, und Schuldbewusstsein, das ja immer bereit war, durchlief mich. Später als junger Mensch verstand ich nicht, wie du mit dem Nichts von Judentum, über das du verfügtest, mir Vorwürfe deshalb machen konntest, dass ich, schon aus Pietät, wie du dich ausdrücktest, nicht ein ähnliches Nichts auszuführen mich anstrenge. Es war ja wirklich, soweit ich sehen konnte, ein Nichts, ein Spaß, nicht einmal ein Spaß.
Du gingst an 4 Tagen im Jahr in den Tempel, warst dort den Gleichgültigen zumindest näher als jenen, die es ernst nahmen, erledigtest geduldig die Gebete als Formalität, setztest mich manchmal dadurch in Erstaunen, dass du mir im Gebetbuch die Stelle zeigen konntest, die gerade rezitiert wurde. Im Übrigen durfte ich, wenn ich nur, das war die Hauptsache, im Tempel war, mich herumdrücken, wo ich wollte. Ich durchgähnte und durchduselte also dort die vielen Stunden. So gelangweilt habe ich mich später, glaube ich, nur noch in der Tanzstunde. In diesem Zustand bekam ich also die Freiheit der Berufswahl. War ich aber überhaupt noch fähig, eine solche Freiheit eigentlich zu gebrauchen? Traute ich mir es denn noch zu, einen wirklichen Beruf erreichen zu können? Meine Selbstbewertung war von dir viel abhängiger als von irgendetwas sonst, etwa von einem äußeren Erfolg. Der war die Stärkung eines Augenblicks, sonst nichts. Aber auf der anderen Seite zog dein Gewicht immer viel stärker hinunter. Niemals würde ich durch die erste Volksschulklasse kommen, dachte ich, aber es gelang. Ich bekam sogar eine Prämie. Aber die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium würde ich gewiss nicht bestehen. Aber es gelang. Aber nun falle ich in der ersten Gymnasialklasse bestimmt durch. Nein, ich fiel nicht durch. Und es gelang immer weiter und weiter. Daraus ergab sich aber keine Zuversicht. Im Gegenteil, immer war ich überzeugt, und in deiner abweisenden Miene hatte ich förmlich den Beweis dafür, dass je mehr mir gelingt, desto schlimmer es schließlich wird ausgehen müssen. Oft sah ich im Geist die schreckliche Versammlung der Professoren, das Gymnasium ist nur das einheitlichste Beispiel, überall um mich war es aber ähnlich, wie sie, wenn ich die Prima überstanden hatte, also in der Sekunda, wenn ich diese überstanden hatte, also in der Tertia und so weiter zusammenkommen würden, um diesen einzigartigen himmelschreienden Fall zu untersuchen, wie es mir, dem unfähigsten und jedenfalls unwissendsten gelungen war, mich bis hinauf in diese Klasse zu schleichen. Die mich, da nun die allgemeine Aufmerksamkeit auf mich gelenkt war, natürlich sofort ausspeien würde, zum Jubel aller von diesem Albdruck befreiten Gerechten. Mit solchen Vorstellungen zu leben, ist für ein Kind nicht leicht. Was kümmerte mich unter diesen Umständen der Unterricht? Wer war imstande, aus mir einen Funken von Anteilnahme herauszuschlagen? Mich interessierte der Unterricht, und nicht nur der Unterricht, sondern alles ringsherum in diesem entscheidenden Alter, etwa so wie einen Bankdefraudanten, der noch in Stellung ist und vor der Entdeckung zittert, das kleine laufende Bankgeschäft interessiert, das er noch immer als Beamter zu erledigen hat. So klein, so fern war alles neben der Hauptsache. Es ging dann weiter bis zur Matura, durch die ich wirklich schon zum Teil nur durch Schwindel kam. Und dann stockte es. Jetzt war ich frei. Hatte ich schon trotz dem Zwang des Gymnasiums mich nur um mich gekümmert, wie erst jetzt, da ich frei war. Also eigentliche Freiheit der Berufswahl gab es für mich nicht. Ich wusste, alles wird mir gegenüber der Hauptsache genauso gleichgültig sein wie alle Lehrgegenstände im Gymnasium. Es handelt sich also darum, einen Beruf zu finden, der mir, ohne meine Eitelkeit allzu sehr zu verletzen, diese Gleichgültigkeit am ehesten erlaubt. Also war Jus das Selbstverständliche. Kleine gegenteilige Versuche der Eitelkeit, der unsinnigen Hoffnung wie 14-tägiges Chemiestudium, halbjähriges Deutschstudium, verstärkten nur jene Grundüberzeugung. Ich studierte also Jus. Das bedeutete, dass ich mich in den paar Monaten vor den Prüfungen unter reichlicher Mitnahme der Nerven geistig förmlich von Holzmehl nährte, das mir überdies schon von tausenden Mäulern vorgekaut war. Aber in gewissem Sinn schmeckte mir das gerade, wie in gewissem Sinn früher auch das Gymnasium und später der Beamtenberuf. Denn das alles entsprach vollkommen meiner Lage. Jedenfalls zeigte ich hier erstaunliche Voraussicht. Schon als kleines Kind hatte ich hinsichtlich der Studien und des Berufes genug klare Vorahnungen. Von hier aus erwartete ich keine Rettung. Hier hatte ich schon längst verzichtet. Ja, soweit der Text von Franz Kafka. Kafka zum ersten, denn, Herr Drewermann, es kommt gleich noch ein zweiter Text, nachdem wir über diesen, den Brief an den Vater, gesprochen haben. Heute zum Thema Versagen hier in der Redefreiheit im Nordwestradio. Ja, was wir gerade gehört haben, ein niederschmetternder Text, von dem man gar nicht möglich hält, dass ein
Vater seinem Sohn so etwas antut, dass der Sohn so reagieren muss. Es ist eine Abrechnung mit dem Vater, der seinen Sohn offenbar für einen kompletten Versager gehalten hat und ihm dies ja auch vorgehalten hat. Ob er Grund dazu hatte, das wissen wir natürlich nicht. Der Vater selber, Hermann mit Vornamen, war ein Galanterie-Warenhändler in Prag und hatte übrigens für die Literatur nicht das Geringste übrig. Ja, ein niederschmetterndes Dokument, das man eigentlich nicht für möglich hält. Ich habe deswegen diesen Text ausgesucht, weil er denjenigen Worte und Gefühle schenken kann, die sich in einer ähnlichen Lage empfinden. Fast alle Menschen, die an Versagensängsten leiden oder sozial betrachtet als Versager von außen definiert werden, mögen inwendig voller Vorwürfe gegenüber ihrer Kindheit, gegenüber ihren Eltern, gegenüber ihren Erziehungspersonen sein. Sie werden aber nicht offen Aggressionen austragen können. Sie sind so in sich zusammengedrückt worden, dass sie alles, was an Empörung, an Kampf um Freiheit, um Selbstbestimmung und Eigenwürde mal fühlbar hätte gewesen sein können, im Status des Vorwurfs gegen sich selber richten. Und deshalb ist dieser Brief ein Sprachrohr vielleicht. Mir geht's nicht um Kafka, schon gar nicht um die Biografie oder die Psychologie eines der bedeutendsten Autoren deutscher Sprache. Aber es lässt sich an seinem Fall etwas darstellen. Nicht einmal Weltruhm, nicht einmal großer Erfolg kann das vorausgesetzte Gefühl, minderwertig zu sein, ein Versager zu sein, auffangen und kompensieren, wenn es zustande kommt unter diesen Voraussetzungen eines ständigen Ausweichenmüssens. Wörtlich sagt hier Kafka, ich habe nicht einmal mehr die normale Sprache zu beherrschen vermocht. Ich habe nie erwartet, ein großer Rhetor zu werden, aber die gewöhnliche Unterhaltungssprache hätte ich erlernen können. Sie stand ihm nicht zu Gebote. Die Sprache, in die er sich hineinflüchten musste, war die der Ratten und der Mäuse, vorgekaute Sägespäne. Und den Boden zu betreten, auf dem sein Vater sicher nicht zu gewärtigen war, die Literatur. Und da hinein, in die Nächte, verlagern sich die Albträume, in Antwort auf ein ungelebtes Leben, ein völlig entfremdetes Dasein am Tage, da entstehen Geschichten, die sind wie ein Revancheversuch, die Strafkolonie. Und man weiß plötzlich nicht, ist er derjenige, der bestraft wird oder der die Exekution vornimmt. Wem gehört da was? Klar ist, dass eine Hinrichtung erfolgt, die am Ende das Todesurteil in den Körper des Delinquenten schreibt, damit er begreift wenigstens, wofür er hingerichtet wird. Soll so sein Vater hergenommen werden, dass er endlich das Unbegreifbare seiner monströsen Art gewirkt zu haben, begreifen würde? Oder akzeptiert Kafka das Urteil seines Vaters an sich selber, das genauso unbegreifbar ist? Der reine Sadismus auf sich selber gelenkt und ausgelebt in Ersatzfantasien literarischer Art oder Geschichten wie die, dass ein Urteil gesprochen wird, in dem am Ende der Vater sich mächtig erhebt und den Sohn zum Tode verurteilt. Erzählungen sind das, die die komplette Resignation am Ende verraten von einem Leben, das keines mehr sein kann. Man hat Erzählungen vor Augen, wie etwa die Verwandlung, dass jemand nur noch auf dem Boden liegt, als Mensch sich selber verliert und in die Rolle eines Käfers mutiert. Außerstande, sich noch zu bewegen, sich noch menschlich zu äußern, wie eine Schabe, die man nur noch zertreten kann. Wenn wir den Mechanismus, der dahin führt, einmal entlang den Erinnerungen Kafkas und an die Art seiner Selbstanalyse anschließen, müsste man sagen, das Gefühl, selber ein Versager zu sein, ergibt sich aus der Negation der entscheidenden Bezugsperson oder Personen. Die sagen Nein zur eigenen Existenz. Nicht zu dem und das, was man tut. Sie tun's existenziell einfach durch die Unangemessenheit der Charaktere. Das Albtraumartige, das Kafka schildert, ist ja nicht die Böswilligkeit des Vaters, nicht sein ruinöser Wille, den Jungen zu vernichten. Es ist einfach die Andersartigkeit. Man muss das vor sich sehen. Man hat das, was man in der Charakterpsychologie nennt, einen somatotonen Charakter.
Jemand mit einem riesigen Körper, voluminös, mit einer Sprache, die durch einen ganzen Raum dringt, mit der vitalen Lebensfreude, mit der nie reflektierten Sicherheit, auf der richtigen Seite zu stehen. Man kann erwarten als ein solcher Vater, dass ein Sohn dem ähnlich wird. Und wo nicht, liegt's an dem Sohn. Und dahin muss man ihn bringen, indem man ihn auf die Art aufmuntert, zu der Hermann Kafka imstande war. Nun streng dich aber an, nun mach doch mal. Wenn du Versagensängste hättest einer Frau gegenüber, da ist doch das Bordell und ich wollte es dir sogar bezahlen. Du musst lediglich dich als ein normaler Mann benehmen. Dann hat man Situationen, die in der Stummfilmzeit als Witzfiguren auftraten. Patte und Patterchen, dick und doof. Man hat den großen Vater und eine Maus von Jungen daneben, der schon durch seine Magerkeit, durch seine Leptosoma-Art das groteske Kontrastbild liefert zu dem, was der Vater will. Und das drückt sich nun aus in allem. Wenn jemand als Vater oder als Erziehungsberechtigter seinem Sohn sagt, dass er enttäuscht ist, ist das in aller Regel noch ein Appell. Der andere solle sich zusammennehmen und an die Ursprungserwartungen, die man an ihn gerichtet hat, sich orientieren. Aber wenn jemand fühlen muss, dass er ein Versager ist, weil er dem nie entsprechen wird, was der andere erwartet, bleibt nur noch die Auflehnung. Und wenn der andere stärker ist, die Resignation, die lebt in Kafka. Sie wird zu seiner Zukunftsangst. Er kann machen, was er will. Er kann in der Schule erfolgreich sein, wie er will. Je höher er kommt, desto stärker wird nur noch die Fallhöhe des Absturzes sein, der irgendwann erfolgt. Je bekannter er wird, desto sicherer reflektiert die Öffentlichkeit die Negation des Urteils, die ihm Vater schon gewärtig war. Gibt es überhaupt mit eigenen Mitteln eine Entrinnen daraus? Die Versuche nach Liebe, sie scheitern am Anspruch, ein Mann zu sein, wie Kafka es nie wurde. Das Ganze erhebt sich schließlich zur Kulturkritik. In Josephine oder die Sängerin bzw. das Volk der Mäuse appelliert Kafka daran, man möchte doch den Kindern eine Kindheit schenken. Es gibt Beschlüsse dieser Art, es gibt nichts, was wichtiger wäre zu beschließen, aber dann sind die Verhältnisse dieser Art, dass man den Ernst des Lebens, den Ernst des Wirtschaftslebens bei der Vielzahl unserer Feinde von den Kindern nicht fernhalten kann. Es dehnt sich aus bis ins Unendliche und die Frage ist, wer fragt eigentlich danach, wer Kafka oder jeder Betreffende, der als Versager sich fühlt, denn als Person ist. Und wie man zu ihm so Ja sagen könnte, ist, dass das Versagen sich reorganisiert zu einer Bestätigung, einer Einladung sein zu dürfen. Aber das ist schon ein neues Thema jenseits des Briefs an den Vater. Ja, das Unfassbare für mich an dem, worüber wir jetzt gerade reden, ist, dass Kafka diesen Brief 1919 schreibt, 1883 ist er geboren, 1924 ist er gestorben und wie haben Sie es eben gesagt, er war da schon auf dem Höhepunkt seiner Karriere und dann sowas. Herr Drewermann, bevor wir zur ersten Musik kommen, sage ich vielleicht nochmal ganz kurz, was man ahnen konnte, dass die drei Bücher natürlich innerhalb der ersten, könnte fast sagen, Sekunden weggegangen sind. Ich kann aber an dieser Stelle unseren Hörern sagen, das Buch von Eugen Drewermann, genauer müssten wir sagen von Ihnen und den Hörern, denn es sind notiert die Antworten, die Sie auf die Fragen unserer Hörer gegeben haben, heißt Das Richtige im Leben tun, wie wir unseren Weg finden, ist im Patmos Verlag erschienen und bei der nächsten Sendung, der Mai-Sendung, werden wir wieder 3 Exemplare zu Beginn der Sendung an unsere Hörer weiterreichen. Ja, wir kommen zur ersten Musik. Ich denke mir, viel Aufregung sollte das heute nicht sein, was Sie mitgebracht haben. Das haben Sie mir jedenfalls vorher versprochen. Die erste Musik, Herr Drewermann? Ist eine Vertonung von Erich Fried, was es ist. Es ist ein Appell für die Liebe gegen die Dreinrede und die Skepsis des Zweifels. Wenn man so will, eine Trostrede oder ein Trosttext auf Kafka selber, an etwas anderes zu glauben als an die verneinende Stimme des Vaters. Und das, was wir hören, das heißt Was es ist von Günther Michael D'Oliva. Unser Thema heute, Versagen. Auch der zweite Text, Herr Drewermann, den Sie mitgebracht haben, ein sehr kurzer Text, stammt von Franz Kafka. Es ist wieder ein Brief, diesmal an den eben schon erwähnten Freund Max Brod. Geschrieben wurde dieser Brief im Januar 1921, also ungefähr 2 Jahre nach dem Brief an den Vater, über den wir eben schon gesprochen haben. Kafka, so viel sei hier nur gesagt, schildert darin einen Traum. Es liest wieder Holger Postler.
Und dann hatte ich unter einer Menge Träume zum Schluss diesen. Links von mir saß ein Kind im Hemdchen. Es war wenigstens nach meiner Traumerinnerung nicht ganz sicher, ob es mein eigenes war, aber das störte mich nicht. Rechts Milena. Beide drückten sich an mich und ich erzählte ihnen eine Geschichte von meiner Brieftasche. Sie war mir verloren gegangen. Ich hatte sie wiedergefunden, hatte sie aber noch nicht wieder aufgemacht und wusste also nicht, ob noch das Geld drin war. Aber selbst wenn es verloren war, das machte nichts, wenn ich nur die zwei bei mir hatte. Nachfühlen kann ich jetzt das Glück, das ich gegen morgen hatte, natürlich nicht mehr. Ja, Herr Drebermann, ein wahrhaft sehr, sehr kurzer Text von Franz Kafka. Genauer gesagt, es war ein Brief an seinen Freund Max Brod, dem wir übrigens überhaupt die Werke von Franz Kafka deswegen verdanken, weil er vieles ja der Vernichtung anheimgegeben hat. Und dann können wir ihm nur an dieser Stelle posthum herzlich danken dafür, dass er das nicht getan hat. Ja, ein Traumprotokoll. Es gibt ziemlich viele Traumprotokolle von Kafka. Warum haben Sie jetzt ausgerechnet dieses ausgesucht? Weil ich erschütternd finde, wie ein Mann in wenigen Zeilen sich selber, wie beim Eintritt in eine Seelenapotheke, das Rezept verordnet, das aus dem ganzen Irrsal herausführen könnte. Was tut man gegen ein Selbstmisstrauen, eine Selbstverachtung, gegen ein Schamgefühl, das bis zur Zerstörung von allem, was man hat schaffen können, reicht, bis in die Vernichtung des gesamten literarischen Nachlasses, von dem Sie mit Recht sagen, dass Brod uns davor bewahrt hat. Das Mittel, das ihm selber spontan im Traum entgegengehalten wird, ist in zwei Formen beschreibbar. Das eine ist die Liebe zu Milena, die am Ende scheitert, in merkwürdigen Briefen, in denen Kafka sie förmlich anfleht, ihn in Ruhe zu lassen, aus Sorge, sie könnte den ganzen Hintergrund seiner Gefühle, das ganze Triebchaos, die ganzen Sadismen, den Abgrund seiner Psyche anfangen zu erahnen, davor will er sie schützen. Am Ende ist die Flucht in die Lungenkrankheit und in die Somatisierung der Zerstörung und der Destruktion. Hier ist die Anlehnung, das sich Drängen des anderen an ihn, so etwas wie der Vorschlag, an die eigene Liebenswürdigkeit zu glauben. Sofort in der Realität, wenn wir dies in der Psychotherapie als Traumbehandlung weiterführen würden, träte die Stimme des Vaters in Aktion, dass es eine Täuschung sei. Er hat der Frau ja nichts zu bieten, ganz im Gegenteil. Er ist nicht stark genug, nicht potent genug, nicht groß genug, nicht reich genug, nicht der Mann, der sich eine Frau leisten kann. Da taucht jetzt plötzlich das Thema des Geldbeutels auf, in jeder Hinsicht. Und das Entscheidende ist, die Entdeckung ist völlig egal. Es ging verloren, es hat sich wiedergefunden und es kommt nicht darauf an. Er hat nicht einmal nachsehen müssen, ob der Inhalt entwendet wurde oder nicht. Es ist seine Person, unabhängig von seinen Potenzen, viel wichtiger als all das, was man unter der Versagungsangst zum Standard gemacht hat. Und dieser Freispruch, es ist egal, was du leistest, es käme an auf deine Person, wäre der Beginn, an Liebe glauben zu können. Und damit der Anfang der Rettung. Man kann solche Dinge nicht von außen sagen, nicht schon wieder als neuen Vorschlag verordnen, nicht als Rezeptur weiterreichen. Aber wenn im Inneren solche Bilder auftauchen, gibt es eine großartige Chance im Gespräch mit Menschen, zu verstärken, was ein Wunsch sich darin ausspricht. Hier außerordentlich unverstellt in den literarischen Texten, die Kafka verarbeitet, viel verschlüsselter, viel widersprüchlicher, viel niederzensierter. Hier hat man einen Text, in dem Wünsche buchstäblich als erfüllter Wunschtraum sich so darbieten, dass es fast die Realität zu berühren scheint. Und das parallele Bild, das ist auf deiner rechten, auf seiner bewussten Seite in Angriff genommen. Auf der anderen sitzt das Kind. Und das ist natürlich eine verschlüsselte Symbolsprache, die auf mehreren Ebenen zu interpretieren ist. Kafka fragt sich im Traum, ob es sein eigenes Kind das wäre. Dann müsste er sich zutrauen, selber Vater geworden zu sein. Und zwar ganz anders, als sein eigener Vater es verkörpert hat und ihm jemals zur Pflicht hätte auferlegen können. Es ist etwas buchstäblich unter der Verdrängungsdecke des Vaters zum Leben, zum Vorschein gekommen. Und dann läg's nahe, in der Therapie sich zu fragen nach dem inneren Kind, wie viele Wünsche gab es, spontane Bedürfnisse, Regungen von
Trieben, von Wünschbarkeiten in der Seele Kafkas, die alle liegen geblieben wurden. Was könnte da zum Leben wieder zugelassen werden, nähme man das Kind bei der Hand, das er einmal war und hätte werden mögen, unabhängig von seinem Vater. Er selber müsste der Vater für dieses Kind werden, das da im Hemdchen links von ihm neben ihm sitzt. Und wie das ins Leben einzuführen wäre, wie all das Ungelebte zu revitalisieren wäre, unterhalb der Verdrängungs- und Verbotsdecke der väterlichen Erziehung, wäre ein unerhörtes Thema. Und ich behaupte jetzt einmal, es geht uns hier nicht um Kafka, gegen jede Angst von Versagen wäre dies die ideale Therapie, anzuknüpfen an diese beiden Momente, probeweise zu glauben an die Reste von Liebenswürdigkeit, die noch verblieben sind, und an den Rest einer Kindheit, der nicht ganz verloren war in der Erinnerung. Wie man beides versucht, langsam gegen die ganze Abwehr freizusetzen und ins Leben zu geleiten. Eine andere Therapie wird es da nicht geben. Wohlgemerkt ersparen wir uns das, was oft auch vorgeschlagen wird, die kämpferische Note. Wir stellen den Vater an den Pranger. Wir müssen lernen, ihn zu hassen. Wir müssen endlich die Worte finden, die damals nicht zu finden waren. Sowas hat ja Kafka auch probiert. Dann sind wir in der Strafkolonie. Und auch da haben wir keine spontanen Gefühlsregungen. Wir haben die Sprache der Justiz. Ein Verbrechen zu ahnden, für das es gar keinen Namen gab. Ich glaube nicht daran, dass diese Art der Psychotherapie viel weiter führt, außer zu enorm verlorener Zeit. Aber diese Anknüpfung am Ursprünglichen, außerhalb der Aggressionsbahnen, im Mut zu sich selber, könnte dann am Ende auch das weiterführen, was in dem Brief an den Vater vorkam, das Bemühen, sogar den Gegner zu verstehen, der doch der Vater war und sein wollte. Herr Tillmann, ich habe es eingangs unseren Hörern gesagt, wir sind heute nur bis 21 Uhr auf Sendung. Das hat Gründe, weil in Bremen die Jazzerhead, eine international sehr bekannte Musikmesse, ein Jazzfestival stattfindet. Wir übertragen ab 21.05 Uhr bis morgen früh um 6 Uhr gemeinsam mit dem Westdeutschen Rundfunk eine lange Jazznacht. Deswegen haben wir heute die sogenannte Einführungsstunde ein bisschen komprimiert und geben nun schon unseren Hörern, was wir sonst immer erst ab 20 Uhr tun, die Gelegenheit, Ihnen Fragen zu stellen. Herr Drehmann, wir haben eine erste Zuschrift bekommen. Wenn man den Text liest, weiß man sofort, warum der Hörer uns bittet, anonym bleiben zu wollen. Ich glaube, das wird uns heute noch ein paar Mal so gehen. Ich scheitere an meinem Leben, befürchte ich. Ich fühle eine große Ungerechtigkeit, denn obwohl ich so viele Dinge bereits in meinem Leben versucht habe, sind doch fast alle schiefgegangen. Sicher mache ich mir vielleicht etwas vor, aber bei den meisten hatte ich den Eindruck, dass ich bei den Projekten oft Pech hatte. 3 Geschäftsideen, die ich verwirklichen wollte, kamen nicht zustande, weil immer wieder unvorhersehbare Ereignisse wie etwa die Finanzkrise oder Entscheidungen anderer Menschen oder einfach nur Unglück dazwischen kamen. Meine damalige Frau hat mir dies jedoch als eigenes Versagen vorgeworfen. Sie hat mich vor 3 Jahren auch verlassen. Mich hat das zu Boden geworfen, weil ich es nicht nur schäbig, sondern auch ungerecht fand. Ich wollte doch nicht versagen. Tatsächlich haben wir eine vergleichbare Situation wie im Kafkas Traum, nur ganz umgekehrt. Jetzt geht es wirklich darum, wie viel Geld im Beutel ist und wie weit man damit die Frau beeindrucken kann, an deren Liebe man hat glauben mögen. Und sie sagen, genau das habe ich erlebt. Das, was ich zu bieten habe, wurde unendlich wichtig und das war am Ende das Urteil über mich. Und ich empfinde das nicht als gerecht, denn ich habe getan, was ich konnte. Was ich nicht absehe, ist, welche Folgerungen wir aus dem dreimaligen Versuch, etwas auf die Beine zu stellen, ziehen sollten. Sie sagen, da war Unglück im Spiel, da waren Fremdentscheidungen, die man nicht vorhersehen konnte, wirksam. Da war einfach Pech am Ende. Dann wären es die Umstände. Aber Sie sagen ja, ich fürchte zu versagen. Und das heißt, Sie glauben im Grunde nicht, dass beim 4. oder 6. Mal Sie mehr Glück hätten. Es ist die Ahnung, dass auch ein Eigenbeitrag bei dem Desaster im Spiel ist. Den kann ich von außen natürlich jetzt nicht entfernt abschätzen. Deshalb gebe ich einfach mal allgemein wieder, was sein könnte. Vielleicht trifft das ein oder andere auf Sie jetzt zu. Ganz gewiss aber für manchen bei unseren Hörerinnen und Hörern. Es kann sein, dass man Ideen aufgenötigt bekommen hat, die eine Leistung zu erwarten versprechen,
die im Grunde höher ist als das, was man von innen her bejaht, wozu man in eigener Anknüpfung ein wirkliches Motiv hätte und was auch dem eigenen Leistungsvermögen entsprechen würde. Mit anderen Worten, man vergaloppiert sich im Standard, im Maßstab. Man will unbedingt über eine bestimmte Hochsprungmarke und die reißt man. Im Grunde immer wieder. Dann kann es der Wind gewesen sein, es kann der falsche Anlauf gewesen sein, die Sprungtechnik war nicht ausgereift oder der Schiedsrichter hat es verbaselt. Im Grunde liegt es aber daran, dass die Latte viel zu hoch lag. Und man müsste probieren, erstmal den Standard zu finden, auf dem man mit einiger Sicherheit durchs Leben gehen kann. Wo nicht die Leistungserwartung, die man verinnerlicht hat oder die von außen immer noch parallel läuft, letztlich Unmögliches erwarten lässt. Ein anderes kann sein, man fühlt sich unsicher in dem, was man als Weg sich selber zunächst einmal ins Programm geschrieben hat. Und die Unsicherheit nötigt dahin, den Weg nicht zu Ende zu gehen. Man bricht irgendwo ab, man wählt was anderes, scheinbar sichereres. Man handelt wie ein Ertrinkender und rudert um sich und schnappt nach jedem Stückchen Holz, das noch im Wasser schwimmt, statt sich an die eine Planke wirklich zu halten, die eventuell ein Stück Tragfähigkeit böte. Dann müsste man sagen, es hat keinen Zweck, aus lauter Angst zu viele Möglichkeiten ins Rennen zu schicken. Ich entsinne mich an meinen Mathematiklehrer. Die Geschichte ist jetzt über 55 Jahre alt. Er machte zur Aufgabe, dass wir bei Textaufgaben einen Weg, der uns plausibel schien, zu Ende gingen. Jeder vernünftige Mathematiker weiß mehrere Wege, ein Problem zu lösen. Aber was uns einfiele als erstes, das konsequent zu Ende. Nur so kämen wir zum Ergebnis, sonst hätten wir am Ende drei Wege ohne Ergebnis. Und das könnte er nur als mangelhaft bewerten. Er wollte sagen, wenn wir glauben, dass da ein Weg richtig ist, sollten wir uns mit der Machete durch den Urwald hauen, bis am Ende wir zu den versunkenen Städten kommen, die wir finden wollten. Es könnte sein, dass eventuell auch zu früh abgebrochen wird. Aus lauter Angst vor dem Versagen am Ende die Resignation uns einholt und wir dann nicht mehr den Mut haben, es bis zu Ende zu probieren. Das wären jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, es könnte hilfreich werden, die Leistungsanforderung zu senken. Vielleicht muss es nicht so groß sein wie versucht. Und es wäre möglich, konsequenter bei dem zu bleiben, was man begonnen hat. Das dritte ist paradox dazu. Es kann sein, dass man zu spät begreift, dass ein bestimmter Weg tatsächlich keinen Zweck hat. Ich leide oft darunter zu sehen, wie am Ahrteich lebe, ringsum Leute Geschäfte eröffnen und ich sehe beinahe voraus, dass auf dieser Straße das nicht viel werden kann. Und mir tun die Leute leid, weil sie sitzen viel zu lange in dem Geschäft, in dem es doch gehen muss. Sie haben vorweg investiert. Sie haben was erreichen wollen. Sie haben vor Augen lauter Leute, die an dem Geschäft vorbeilaufen. Irgendjemand müsste doch mal reinkommen. Aber man kann die Miete kaum noch bezahlen. Man muss sich verschulden, um noch da bleiben zu können. Und die Schulden sind auch nicht zu bezahlen. Es ist eine Schraube ohne Ende. Je früher man damit aufhört, desto besser ist es. Aber hat man den Mut dazu, das Scheitern sich einzugestehen, auch das wäre ein Stück von Realitätssinn bei all dem. Die Messlatte herablegen und dann die Realitätskontrolle, bis wohin ich noch ehrlicherweise zu dem Projekt Ja sagen kann und wann ich auch mein Eingeständnis, gescheitert zu sein, abliefern muss, vor mir selber und den anderen. Es könnte dazu beitragen, aus den schlimmsten Klemmen herauszukommen. Und jetzt wäre eigentlich nach drei Formen des Scheiterns die Bilanz, die Sie sich selber geben. Ich bin kein Versager. Das wollen Sie sich glauben und das glaube ich auch. Aber dann ist die Frage, wie Sie etwas finden, zu dem Sie von Ihnen her Ja sagen können, dass Sie nicht wieder mit der neuen Angst, es wird wahrscheinlich doch schief gehen, sich belastet und vor allem, wo Sie die Abhängigkeit von außen verringern können. Wenn Sie sagen, da ist Pech, da sind die Stimmungen anderer, da ist die Wirtschaftskrise, sind lauter Außenfaktoren. Also wenn Sie etwas finden könnten, wo das Projekt wesentlich zum großen Teil von Ihnen selber abhängt, dann könnten wir eine klare Bilanz führen, was Sie selber können, was Sie wollten, bis wohin Sie gekommen sind und wie Ihre eigene Person darauf einwirkt. Und das mit dem Vertrauen, wenn es nur um mich geht, würde ich schaffen. Wäre der Weg, den ich gönnen würde, jetzt zum vierten Mal. Couragiert und im Einverständnis mit sich selber. Herr Drebermann, wir haben einen ersten Hörer
Er hat uns aus Berlin angerufen, möchte, was wir selbstverständlich akzeptieren, anonym bleiben. Und deswegen stellen Sie jetzt einfach Ihre Frage an Herrn Drewermann. Ja, hallo. Guten Abend. Guten Abend. Stellen Sie bitte Ihre Frage. Ja, Herr Dr. Drewermann, es geht um Versagen. Ich habe Ihr Buch gelesen, Das richtige Leben tun. Und ich habe eine Partnerschaft über 4 Jahre mit einer lieben Frau, die 3 Kinder hat und wir auch bis dato gut miteinander harmoniert haben, bis die eine Tochter wieder nach Berlin zog und, ja, ich sag mal, sich hineingedrängt hat in unsere Beziehung und sie versucht hat, sie zu torpedieren. Ich habe immer zu meiner Partnerin gesagt, auch bitte brich den Kontakt nicht ab zu deiner Tochter. Ich möchte nicht, dass wir uns, und das sage ich ganz bewusst im christlichen Sinne, dass wir uns keine Vorwürfe machen können, dass die Beziehung zwischen dir und deiner Tochter mal verloren gehen könnte. Meine Partnerin hat, als ich sehr krank war, nicht richtig zu mir gehalten. Ich war an Krebs erkrankt. Ich hätte sie öfters mal gebraucht, aber sie hat praktisch ihren Kindern den Vorzug gegeben, was ich in gewisser Weise auch verstanden habe. Aber partiell bin ich mit 0% davon hervorgegangen. Meine Frage ist, ich habe heute nach vielen Überlegungen und Abwägungen mich von meiner Partnerin getrennt. Ich frage mich, hat sie versagt mir gegenüber? Ich bin an sich ein starker Mensch und händle meine Sachen selbst, aber Empathie und aus seinem christlichen Gebot der Nächstenliebe mit den Schwächsten beizustehen, fühle ich mich hier von meiner Partnerin im Stich gelassen. Und nochmal eine Apposition, eine Einschiebung. Ich akzeptiere und habe es immer verstanden, dass ihre Kinder wichtig sind und ich nicht einen Keil zwischen ihre Kinder und ihr treiben wollte. Ich bitte mal um eine kurze Antwort. Ja, vielen Dank. Ob man ihrer Freundin nach 4 Jahren vorwerfen kann, was sie getan hat, kann ich von außen nicht beurteilen. Und bei allem Gefühl, das sie selber äußern, getrauen Sie sich dessen ja auch nicht, zu sagen, die hat versagt, in dem Sinn, dass sie nicht wirklich lieben kann, dass sie überhaupt keine richtige Frau ist, dass sie nicht sich entscheiden kann für wichtige Gefühle. Tatsache ist, dass die Verneinung Ihrer Freundin in den Augenblicken, da Sie sie am meisten gebraucht hätten, Sie tief getroffen hat. Insofern können wir ganz sicher feststellen, dass sie Nein zu Ihnen gesagt hat, aus was für Gründen immer. Und dass das Gefühl, alleingelassen zu sein, niemanden mehr zu haben, sie außerordentlich gekränkt hat. Vielleicht hilft es deshalb weiter, das Geschehen nicht unmittelbar auf sich selber zu beziehen. Dazu machen Sie ja auch Anstalten. Sie sagen, ich bin ein Mensch, der eigentlich autark ist, der seine Geschichten selber regeln kann. Ich bin nicht hilfsbedürftig und wehleidig. Ich kann auch selber leben, auch ohne Sie, wenn es darauf ankommt. Es wäre nur ganz anders wünschenswert gewesen und innerhalb von 4 Jahren haben Sie eine Menge investiert. Sie sagen auch, die Frau hat, als es darauf ankam, die Empathie nicht gehabt. Sie hat sich überhaupt in meine Lage offenbar nicht richtig hineinversetzen können. Dabei haben Sie aus Ihrer Sicht viel Rücksicht genommen. Da waren 3 Kinder, das haben sie respektiert. Auch konnten sie der Erwartung gar nicht nachkommen, dass sie deren idealer Vater, jetzt Stiefvater werden würden. Sie wollten mit ihrer Freundin leben. Und die wieder sorgte dafür, dass ihre Kinder sie nicht vermissen würden. Die Rechnung hätte ja aufgehen können, aus ihrer Perspektive jedenfalls. Wenn die Frau glücklich wird in ihren Armen mit ihnen, kommt das irgendwann auch den Kindern zugute. Warum die Tochter sich dazwischen gedrängt hat jetzt, weiß ich nicht. Ich sag jetzt etwas, das ich nur vermute, aber das mir die Tragödie ein Stück weit erklären könnte.
Sie sagen, Sie hatten Krebs gehabt. Das ist etwas, das jeden belastet, der in der nächsten Umgebung an Ihrer Seite steht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ihre Freundin gar nicht so unempathisch war, sondern dass sie unter dem Zustand gelitten hat. Sogar sehr, dass Ihre Kinder das gemerkt haben. Und dass die schließlich sagten, es wird alles viel zu viel, auf diesen Mann kannst du nicht bauen und er bedeutet dir nicht das, was du dir erhofft, er ist nicht die Zukunft für dich und so weiter und so weiter. Und offenbar haben Sie recht, wenn Sie sagen, ich möchte mit einer Frau, die mich im Stich lässt, wenn ich sie am meisten brauche, tatsächlich keine gemeinsame Zukunft haben. Das ist eine Rechnung, mit der Sie jetzt quitt sind. Vorwerfen aber kann man das dieser Frau wahrscheinlich nicht. Aus deren Perspektive ist das alles viel zu viel geworden. Das vermute ich. Sie konnten nicht der Vater ihrer Kinder sein und die Krebserkrankung war ein deutliches Signal, darüber nachzudenken, wie viel Zukunft die Beziehung denn rein physisch schon haben könnte. Zugeben muss ich Ihnen unbedingt, wenn sie sie sehr, sehr lieb gehabt hätte, hätte sie sie hindurchgetragen, egal was gekommen wäre und was nun kommen wird. Und ihre Einsamkeit lässt sich sicher wiedergeben, als sie hat Nein gesagt. In dem Sinn hat sie sich mir versagt, als ich am meisten ihre Zusage benötigt hätte. Das ist zum Thema Versagen vielleicht das Bitterste, was ist. Aber es hat zu tun mit Gefühlen, die, als es nötig wurde, nicht aufzubringen waren. Wenn das Ihr Eindruck ist, mögen Sie recht haben zu sagen, dann will auch ich nicht etwas weiter führen und versorgen, das sich nicht tragen lässt. Da ist eine Brücke abgebrochen und über die kann ich nicht mehr gehen. Es bleibt, so höre ich in Ihrem Anruf, die Frage, und was mache ich jetzt? Wie kann ich anknüpfen an eine gewisse Form von Selbstbejahung? Was alles ist zerstört worden, indem die Beziehung aufhörte? Was vermisse ich und wie mache ich es weiter? Wenn diese Frau das nicht beantworten soll und kann, wer dann? Und mit welchen Mitteln sie selber? Wie finden Sie die Zusage, die Sie benötigen in Ihrer eigenen Person? Und bei welchen Menschen an Ihrer Seite wäre am ehesten zu erwarten, dass es so eine positive Bestätigung gäbe? Denn ganz von alleine können wir auch nicht leben. Wir brauchen eine Umgebung. Und so verstehe ich Ihren Anruf hier. Es müsste doch geben, so etwas wie Einfühlung, wie Verbundenheit, wie emotionale Wärme, wie Zugewandtheit. Das alles kann ich in Ihrem Leben jetzt nicht zaubern, aber dass Sie es benötigen, ist ganz deutlich. Und das Erste, was ich einfach wünsche, ist, dass Sie über den Schmerz, der nun wechselseitig in Verneinung hinwegkommen, in dem Gefühl, bejahenswert an sich selber zu sein, egal wie Ihr Leben physisch ist und wie es sich weiter orientiert. Herr Drebermann, wir haben Post aus der Nähe von Bern in der Schweiz bekommen, und zwar von Daniel Balmer, und er schreibt uns, er schreibt Ihnen. Ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, Matthäus 25, ein Beispiel für Versagensangst? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Gott, wenn in diesem Gleichnis wirklich Gott gemeint ist, jemanden bestraft, der, aus welchen Gründen auch immer, Angst vor dem Herrn hat, der seine Talente anvertraut. Immerhin hat er die Talente zurückgegeben und nicht hinterzogen oder veruntreut. Es ist ganz wichtig, beim Lesen solcher Kurzgeschichten, solcher Gleichniserzählungen in der Bibel, den Adressaten zu finden, auf den diese Geschichten als Antwort formuliert sind, sich in das Problem hinein zu versetzen, auf das diese Geschichten in innerer Korrespondenz stehen. Denn äußerlich haben sie zunächst recht und es ist sehr verwirrend. Jesus schildert einen Mann, der Talente, also große Geldsummen verleiht, an seine Verwalter, ein König, an seine Satrapen, kann man beinahe denken, und der am Ende, weil die entsprechenden Leute in einem Fall ihm nicht genügend zurückgebracht haben, ein mitleidloses Urteil spricht. Das Bild ist auf Gott bezogen, gar keine Frage. Und Sie sagen, ist denn das überhaupt denkbar? Ist das nicht eine schlimmste Form von Theologie der Angst, wie ich gerade froh bin, sie hinter mir zu haben? Und nun steht das im Neuen Testament. Wenn wir die Frage uns richtig vor Augen halten, auf die Jesus antworten will, stelle ich mir sie so vor, wie wir sie auf der zweiten Bibelseite in der Geschichte von Kain und Abel antreffen.
Jesus redet von Gott, von seiner Güte und wie er Menschen abholt und über die Grenzen geht, um zu suchen die Verlorenen und wie er alle einlädt, egal ob würdig oder nicht. Und immer wieder gibt es einen Einwand, lieber Rabbi, das hört sich am Sabbat wunderbar an, ich habe aber Angst. Ich bin nicht würdig und das sagt mir der andere Rabbi gleich neben dir. Das sagen die Gesetzeslehrer, das sagen die anständigen Leute, das sagen die Leute, die es geschafft haben. Die sind nicht besser, weil sie besser wären, aber sie haben von den Anfangsbedingungen her halt mehr Glück gehabt. Sie sind früher zur Welt gekommen, sie sind stärker geboren worden, sie hatten die besseren Karten vom Schicksal zugemischt bekommen. Ich bin immer im Nachteil gewesen, ich komme nicht mit. Wenn das Problem so ist wie in der Kain- und Abel-Geschichte, Leute können machen, was sie wollen, sie fühlen ständig, dass das Ansehen gegen jeden Verdienst anderen gegeben und einem selber entzogen wird, dann braucht's eine andere Lösung und die versucht Jesus in dieser Geschichte von den verschiedenen Talenten. Das Gleichnis bestätigt erst einmal den Eindruck, das Leben ist wirklich nicht gerecht. Da haben die einen 5 Talente, die anderen 4 Talente und man selber sitzt da mit einem Einzigen. Man ist also um das 5-fache, um das 4-fache vom Schicksal aus manövriert worden. Auf der Konkurrenzebene ist es völlig unmöglich, mitzuhalten mit den Leuten mit den 5 Talenten. Wenn wir mit der ersten Frage unseres heutigen Abends nochmal das Problem verknüpfen, wenn es im Wirtschaftsleben darum geht, konkurrieren zu sollen mit den Multis, kann man tatsächlich von Anfang an sagen, es hat keinen Zweck. Die haben in jedem Falle mehr Kapital auf der Bank. Die haben mit Sicherheit die längeren Hebel vor den Händen. Es hat gar keinen Zweck anzufangen. Das wäre die äußere Ebene. Aber was Jesus jetzt anspricht, ist dein Lebensgefühl. Wenn du dich dauernd festmachst an den Leuten, die es besser können, die stärker sind, die größer sind, die klüger sind, die schneller sind, die dir zuvorkommen, die dich ausstechen, kannst du dein ganzes Leben in diesen vermeintlichen Konkurrenzspiralen des desaströsen Bilanzeziehens verbringen. Du wirst nie genug sein. Du kommst nie auf einen grünen Zweig dabei. Und das Ganze ist so evident, weil die anderen haben wirklich 5 Talente, wirklich 4 Talente, die gewinnen in der ganzen Zwischenzeit dauernd was dabei. Und was machst du? Du sitzt da und willst lediglich den Stand halten, wenn du keine Verluste einfährst, das wäre das Allerhöchste. Der eine Mann voller Angst im Gleichnis Jesu vergräbt, was er hat, ganz buchstäblich, packt's ins Tüchlein, tut's unter die Erde und hat's in Sicherheit gebracht, dass es nicht gestohlen wird. Das ist das Äußerste schon, was er sich erhoffen könnte. Sein ganzes Leben besteht nur aus Angst, fast paranoisch. Wenn er irgendwas macht, kann's nur schiefgehen und der Verlust am Ende ist noch größer, als der Gewinn je sein könnte. Wenn das Grundgefühl des Lebens ist, hat Jesus dagegen nicht einzuwenden, dass das Leben nicht so aussieht. Die religiöse Komponente, die sie einfordern im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums, bezieht das ganze Problem auf Gott und das ist jetzt wirklich das Entscheidende. Wenn Gott entdeckt würde als das eigentliche Gegenüber, als der wirkliche Auftraggeber für unser Dasein, sollten wir uns freimachen von den fremden Vergleichen, der Leute mit den 5 und den 4 Talenten. Das ganz Entscheidende, was Jesus in dem Gleichnis anregen möchte, ist, dass wir uns selber mit dem, was wir sind, ob groß oder niedrig, viel oder wenig, unmittelbar auf Gott beziehen. Der ganze Fehler der Kain- und Abel-Geschichte, der ganze Fehler des Versagens ist der falsche Maßstab. Bei Kafka, in dem sein Vater dasteht, bei den anderen, in dem der Unternehmer links daneben steht. Oder irgendein Mensch wichtiger wird als wir uns selber. Könnten wir versuchen, uns gerecht zu werden? Was Jesus anregen möchte, ist der Gedanke, dass Gott von uns überhaupt nicht verlangt, dass Kain so ist wie Abel oder dass der Mann mit dem einen Talent so wird wie derjenige mit den 5 oder den 4 Talenten. Gott verlangt nicht, dass wir anders sind, als wir sind. Er möchte aber, dass wir werden, was in uns angelegt ist. Und das ohne dauernde Angstvergleiche und Konkurrenzbeziehungen. Das in Ruhe und Vertrauen zu leben, wäre unser ganzes Leben. Das ist, was Jesus mit dem Gleichnis sagen möchte. Die Angst tut uns selber Unrecht, aber vor allem, das ist jetzt ein wuchtiges Argument, sie tut Gott Unrecht. Gott erscheint am Ende diesem Letzten wie ein ungerechter Richter,
der kassiert, wo er selber nichts getan hat, der einfordert, wo er nicht einmal wirklich gesät hat, der am Ende grausam zulangt und bestraft. Er wird am Ende zu genau der Zerrgestalt, die dauernd befürchtet wurde. Sagen wir es frei, was Jesus damit andeuten möchte, ist dieses: Du kannst am Ende aus lauter Angst dich so verkriechen, dich selber so vergraben, dass aus deinem ganzen Leben nichts wird. Und die Wahrheit ist, es ist das Einzige, was du wirklich falsch machen kannst. Hier in meinem Umfeld gibt es Zöllner, Sünder, Huren, Bettler, Versager, Ausgesetzte, Ausgegrenzte, alles gibt's hier. Aber die haben wenigstens versucht zu leben. Jemand, der aus lauter Angst, um nichts falsch zu machen, gar nichts tut, macht das Einzige, was man vor Gott, wenn es drauf ankommt, wirklich falsch machen kann. Er lebt nur noch aus Angst und er kriegt am Ende den Gott, da soll man jetzt sagen, den er in seiner Angst sich selber projiziert und an die Wand malt. Das versteht Gott nicht. An dieser Stelle macht Jesus gegen die falsche Angst wirklich Angst. Er wird sagen, wenn es etwas zu fürchten gibt, ist es die Selbstkreisläufe der Angst, die sich verabsolutieren und verselbstständigen und zu gar nichts führen. Riskier's doch. Vertrau Gott an, egal was du tust, dass er doch sehen möchte, wie es aus deinem Leben werden könnte. Setz an die Stelle, ich schaff's nicht, ich kann's nicht. Nur mal den Versuch. Du musst nicht 5 Talente haben, ein einziges genügt. Ich gebe das simpel wieder mal mit einem Bild aus dem Taoismus, der mir in vielem der Botschaft Jesu nahe zu stehen scheint. Einer der Schüler des Lao Tzu mit Namen Zhuang Zi schreibt es mal: Entenbeine sind nicht kurz und Kranichbeine sind nicht lang. Er will damit sagen, mein lieber Freund, du kannst auf die Dorfstraße gehen, dann watschelt die Ente daher und du kannst sofort sagen, das ist kein richtig Laufen, ich zeig's dir mal, wie es geht. Dann kommt ein Kranich und dann kannst du ihm sagen, dies Gestarkse gehört sich doch nicht und die langen Beine sind überhaupt was Unanständiges. Ich zeig's jetzt mal, wie man's richtig macht. Du kannst ständig durch die Welt laufen, weil du falsche Maßstäbe mitbringst. Für die Ente sind die Beine genau so, wie sie sein müssen. Lediglich nach dem Maßstab der Kranichbeine sind sie kurz. Die Kranichbeine sind so, wie sie sein müssen. Sie sind nicht lang oder zu lang. Für den Kranich sind sie richtig. Und wenn jeder leben würde auf den Beinen und nach dem Format, das zu ihm passen würde, hätten wir das ganze Problem nicht. Die Ente muss eine Ente sein, der Kranich ein Kranich und der Mann mit dem einen Talent, der Mann mit dem einen Talent. Ja, man müsste vielleicht häufiger in der Bibel diese Geschichten, diese Gleichnisse lesen, wenngleich man nicht immer das Glück hat, dass Sie sie uns dann erklären. Herr Drimmermann, in der heutigen Ausgabe der Redefreiheit mit Ihnen geht's um Versagen. Bevor wir mit dem nächsten Hörer weitermachen, vielleicht nochmal die Nummer, unter der Sie uns hier in Bremen erreichen. 0421 246 624, das ist die Telefonnummer. Und unsere sogenannte E-Mail-Adresse, die lautet redefreiheit@radiobremen.de. Von dieser Möglichkeit, uns zu schreiben, hat ein Hörer Gebrauch gemacht, der auch, verstehen wir, anonym bleiben möchte. Und er schreibt Ihnen: Ich habe große Angst davor, in meinem Beruf zu versagen. Der Witz, wenn man so will, ist, dass ich noch nie versagt habe. Ich bin verantwortlich für den Produktionsablauf in einem Betrieb, der sich aktuell immer ändern kann. Irgendwie ist immer alles gut gegangen, aber je länger es gut geht, umso mehr Angst habe ich vor dem Versagen. Muss ich einen Fehler offensiv begehen, damit diese Angst endlich vorbei ist? Ich verstehe Ihre Frage sehr. Es kann oft wirklich wie eine Erlösung vor der Angst sein, wenn man es endlich hinter sich hat. Es gibt Leute, die begehen Selbstmord aus Angst vor dem Tode, so wäre das absolut zu setzen. Man kann es nicht mehr sehen. Man ist am Ende beruhigt, wenn man das, was man befürchtete, geschafft hat. Übrigens, Søren Kierkegaard, der Vater der Existenzphilosophie, hat in seiner Schrift den Begriff Angst, genau diese Spirale, beschrieben. Dass Menschen aus lauter Angst vor der Möglichkeit, etwas Verbotenes tun zu können, am Ende genau das Verbotene tun, nur um erleichtert zu sein, damit die dauernde Gefahr endlich im Rücken liegt, statt vor einem. Das ist eine Art von Selbsterlösung aus Verzweiflung. Was Sie beschreiben, ist nicht empfehlenswert, zu sagen, ich riskiere jetzt einen großen Fehler, um aus dem Angstgefühl herauszukommen. Anders ist es vielleicht günstiger.
Sie sagen, ich habe es ja immer geschafft, aber es ist so ähnlich, wie wir es bei Kafka eben hörten. Jede Versetzung in der Schule begründet überhaupt kein Selbstvertrauen. Jede abgeleistete Klassenarbeit ist nicht die Bestätigung, dass man es könnte. Ganz im Gegenteil, es kommt ja die nächste Arbeit und dann wird es schiefgehen. Mit anderen Worten, wir sollten darüber nachdenken, woher das Grundgefühl kommt. Ich muss mich beweisen und es ist egal, was ich mache. Nie eine Sicherheit, dass ich es schaffen könnte. Denn um die Ecke kommen neue Möglichkeiten und dann stehe ich womöglich hilflos da. Ich denke, wir sollten gegenüber dem, was Sie offenbar gelernt haben, wahrscheinlich sogar seit Kindertagen, versuchen mal die Buchführung zu ändern. Also am Ende eines Abends, an dem Sie so sprechen können, wie Sie es gerade getan haben, ich habe es doch immer geschafft, könnten Sie konkret mal zu Buche schlagen lassen, welche Situationen Sie korrekt, auch nach den Leistungserwartungen, Ihren eigenen Anforderungen, die Sie an sich richten, erfolgreich bestanden haben. Schon, dass sich das mal ins Bewusstsein prägt und die eigene Leistung überhaupt bewusst gemacht wird, kann dahin führen, ein gewisses Gefühl der Zufriedenheit aufzubauen. Denn davon höre ich, gibt es viel zu wenig, eigentlich nie. Sondern sie hasten von Erfolg zu Erfolg aus der Angst vor dem Misserfolg, der hinter ihnen als Gefahr herkommt, aber auch vor ihnen schon im Angriff liegt. Es ist eine Klemme, in der sie sich befinden. Wenn Sie sich nur mal klar machen, was Sie andeuten, ich habe es doch immer geschafft, und konkretisieren das. Was habe ich heute geschafft? War doch gar nicht so schlecht. Und die nächste Rubrik, wie habe ich es geschafft? Dann kämen wir wahrscheinlich doch zu den Voraussetzungen, die in Ihrer eigenen Person liegen. Sie sind der Mann, der es geschafft hat. Und zwar nicht durch Zufall, weil er Glück gehabt hat, sondern weil er über bestimmte Voraussetzungen verfügt. Sie haben Kenntnisse, die Ihnen erlauben, an Ihrem Berufsfeld erfolgreich zu sein. Sie haben einen Umgang mit Menschen, der es ermöglicht, zu den Ergebnissen zu gelangen, die Sie eingefahren haben. Mit anderen Worten, ich habe es geschafft, ist nicht ein Zufallsergebnis, nicht eine Zahl beim Lotterielos, sondern das Ergebnis Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Bemühungen, Ihrer Intelligenz, Ihrer Disziplin, Ihrer Art, Probleme zu lösen. Und wenn wir das aufbauen könnten, lässt es sich in den morgigen Tag mitnehmen. Gewissermaßen als Notration. Denn egal, was der morgige Tag bietet, Sie können zunehmend, je mehr sich das übt, das Vertrauen einschleifen lassen, es wird jede beliebige Situation morgen, übermorgen, in 2 Jahren mich treffen als die Person, die ich jetzt unterwegs die ganze Zeit dabei bin, kennenzulernen. Ich habe keine Patentantwort für Probleme, die ich noch gar nicht kenne, aber dies kann ich wissen. Ein beliebiges Problem in der Zukunft trifft mich an als die Person, die ich kennengelernt habe. Und dann werde ich sehen, was im Rahmen meiner Möglichkeiten zu tun ist. Bisher waren diese Möglichkeiten ausreichend. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch bei einer anderen Problemlage sie ebenfalls ausreichend sein werden. Und dies Vertrauen kann sich bilden durch eigene Tätigkeit und Erfahrung. Aber was wir reduzieren müssten im Gleichen, ist die Mechanik, die immer wieder sagt, aber du hast es noch nicht geschafft. Und pass auf, es ist aber noch nicht gut genug. Also ich stelle mir vor, dass ein Junge nach Hause kommt und hat eine Mathearbeit gut geschrieben, hat dafür viel gearbeitet oder Französisch, Englisch, egal welches Fach. Und der Kommentar ist, ja, du zeigst ja, dass du es kannst. Beim nächsten Mal musst du dich aber anstrengen, das muss jetzt so bleiben. Dann hat man keinen Erfolg, sondern nur die Angst, dass man beim nächsten Mal mit 3+ nach Hause kommt und dann ist alles wieder schief. An die Stelle der Dauerkritik, es zeigt sich ja, dass du es kannst, aber du musst dich anstrengen, dass es so bleibt, sollte man mal setzen, was wahrscheinlich in Ihrer Erfahrung ganz selten vorkam, ein ruhiges Lob. Das Gefühl, es ist gut genug. Und das Kafkaeske Gefühl, selbst wenn der Beutel leer ist, wäre es mal egal. Ich kenne eine Mutter, die sagte, wenn mein Junge nach Hause kam und er hat eine schlechte Note gebracht, habe ich ihn nicht ausgeschimpft. Wir haben uns hingesetzt, ich habe Kuchen gekauft. Ich habe ihn nicht belohnt für sein Versagen, aber ich wollte, dass er sich nicht als Versager fühlt. Dass er merkt, ich habe ihn lieb und er ist mir wichtiger als die Schulnote. Das hat ihn motiviert. Er wurde wirklich ein sehr guter Schüler. Es geht weiter in der Redefreiheit hier im Nordwestradio, heute zum Thema Versagen. Wir haben eine Hörerin, die aus Nordrhein-Westfalen anruft und
deren Bitte um Anonymität wir natürlich folgen. Wir nennen Sie Charlotte aus Nordrhein-Westfalen und Sie stellen jetzt eine Frage an Herrn Dr. Drewermann. Guten Abend. Ja, ich bin im Kinderheim der 50er Jahre groß geworden. Ich bin selber fast 57 Jahre alt. Und ich bin mit 2,5 Jahren dort ins Kinderheim gekommen mit meinen 4 Geschwistern, wobei mein jüngster Bruder 1,5 Jahr alt war, der hatte noch Windeln an. Und wir sind sehr streng erzogen worden und ich möchte fast sagen gedrillt worden. Und wir durften nur reden, wenn wir gefragt waren und wenn wir geredet hatten. Wenn wir nicht gefragt waren, dann gab es auch Schläge auf den Mund und zwar sofort und prompt. Oder wir wurden vor allen anderen Kindern gedemütigt. Und das fielen auch, ich möchte fast sagen, mein Leben lang, dabei meine ich nur mein Kinderleben, da fielen so Wörter wie, so Sätze wie, aus dir wird nie was, aus euch wird nie was und du kommst nie auf einen grünen Zweig und ihr werdet so wie eure Eltern. Und ganz schlimm waren die Hausaufgabenkontrollen, wo die Erzieherin da saß und Strümpfe stopfte. Und wir standen daneben und hatten immer unglaubliche Angst, dass die Hausaufgaben falsch waren. Die waren meistens falsch, weil wir immer Angst hatten. Und ich ganz besonders. Und wenn die dann falsch waren, dann ging die Hand einfach hoch ins Gesicht und traf einen irgendwo im Gesicht. Aber Lob kannte ich gar nicht. Lob gab es gar nicht. Das ist mir völlig unbekannt. Ja, und heute habe ich immer noch so Angst vorm Versagen, obwohl ich schon so alt bin. Und ich arbeite immer sehr akkurat, weil ich keine Fehler machen will. Ich bin Krankenschwester. Ich arbeite in einer Psychiatrie, aber erst seit 8 Jahren. Vorher war ich in einer Unfallklinik. Und wenn ich Fehler mache, und das ist auch schon mal vorgekommen, da bekomme ich Panikattacken, weil einfach die Strafe so groß war, die Strafe, die ich zu erwarten hatte. Also in meinem Gefühl war das eine Strafe, die ich zu erwarten hatte. Und ich habe gelernt, weil ich bin sehr gläubig, und ich habe gelernt, dass ich alles mit Gott mache. Und immer wenn ich so Angst bekomme, dann versuche ich so in mich hineinzugehen, weil ich denke, Gott ist in jeder meiner Zelle. Und der geht mit mir arbeiten, der macht mit mir alles. Herr Drewermann, ja. Entschuldigung. Herr Drewermann. Es ist erschütternd, was Sie berichten, und ich kenne es von verschiedenen Leuten, die in Kinderheimen groß geworden sind, vor 50 Jahren fast immer in den Händen der Kirchen, ordenseigene. Ein Personal, das von Pädagogik im Grunde weder durch Ausbildung noch durch persönliche Erfahrung irgendeine Kenntnis hat, sondern dass die Pädagogik, fast müsste man sagen, des Mittelalters, zumindest der frühen Renaissancezeit, in aller Ungefiltertheit auf Kinder losgelassen hat. Man sah Kinder nicht als Kinder, sondern als kleine Erwachsene, die man entsprechend maßregelte. Und wie Sie sagen, es gab Lob überhaupt nicht, aber immer wieder Strafen, Vorwürfe, Schuldgefühle, die einem beigebracht wurden, Korrekturen bis hin zur physischen Gewalt, Misshandlungen. Und das alles unter dem Maskenspiel des Richtigen, des Anständigen, des Gottgewollten möglicherweise. Insofern bin ich ganz, ganz glücklich, dass man diesen Restraum der Zuflucht ihnen nicht hat zerstören können, sondern dass sie es offenbar vermocht haben, wie durch ein Wunder, einen Innenraum für sich zu retten, in dem es ein Vertrauen gibt, das von all diesen Mittlerpersonen nicht zu zerstören war. Und indem sie sich ein Stück von Geborgenheit erhalten haben. Das grenzt wirklich an ein Wunder, weil ich genügend Leute kenne, die aus dem Erfahrungshintergrund, den sie berichten, auf jeden, der sie anschreit, ihr eigener Ehemann, ihr Bruder, irgendjemand auf der Straße, zusammenzucken und sie sind für Tage hin wie gelähmt, nur noch aus Depressionen, aus Weinkrämpfen bestehend. Sie selber haben sogar es geschafft in der Psychiatrie, eine Tätigkeit zu beginnen als Krankenschwester und all das, was Sie erlebt haben, doch in Ihre Tätigkeit einzubinden. Das unglaubliche Maß an Suchen nach Verstehen, das Sie als Kind nicht bekommen haben, in gewissem Sinn, so viel es irgend geht, anderen zu schenken.
Allein diese Umformung von vielen, was Sie an Traumata erlebt haben in Kindertagen, in etwas, das jetzt therapeutisch nützlich wird, ist eine ungeheure Leistung. Und das Beste, was Sie wirklich tun können, ist symbolisch in dem zu sehen, was Sie heute Abend machen. Man hat Ihnen den Mund verboten, man hat Sie geschlagen, wenn Sie ihn nur geöffnet hätten. Widerworte waren ganz unmöglich, sich hörbar zu machen, unter Generalverbot gestellt. Gegen dieses Versagen jeder eigenen Äußerung setzen Sie einen anonymisierten Anruf, um zu sprechen. Viele von Ihren Leidensgeschwistern kenne ich, die überhaupt nicht wagen würden, auch nur ihren Freundinnen zu sagen, was sie erlebt haben. So viel Scham liegt über dem Wort, ich komme aus einem Heim. Und womöglich noch in Anklage und Zusammenhang gegenüber die Kirche, die man davor in Schutz nimmt bis heute. Die Heime sind inzwischen in aller Regel aufgelöst, niemand mehr ist dafür zuständig. Die Suche nach irgendeiner Reparationsforderung wird am Runden Tisch in Berlin ausgesessen von den Kreisen. Leute, die in ihrem ganzen Leben vernichtet wurden, werden oder sollen abgespeist werden mit lächerlichen Summen, wenn das alles nie passiert wäre. Sie haben den Mut, zu dem zu stehen, was Sie erlebt haben, im Wissen, dass Sie es nicht verschuldet haben. Sie sagen, so ist mein Leben gewesen und geben es damit beispielhaft anderen zu Gehör. Es ist, wie wenn unsichtbar sich viele heute bei den Händen fassen und sagen könnten, genau so war das. Und du gehst für uns durch die Tür, die immer versperrt war. Das ist ungeheuer. Und das Gegenstück vom Versagen. Nicht nur, dass sie beruflich sich den Status erworben haben, der über all die Selbstzweifel ein Stückchen wegführt. Wir müssten so ähnlich wie bei dem Mann, der eben sagte, es hört die Angst, versagen zu können, ja nie auf, jetzt auch bei Ihnen sagen, Sie haben aus lauter Angst, was falsch zu machen, tausendmal routiniert so viel richtig gemacht, dass Sie längst die Erlaubnis hätten, statistisch auch mal was falsch zu machen. Das ist nicht mehr objektiv die Gefahr, sondern dass Sie die Angst verringern. Sie haben inzwischen eine Sicherheitsroutine aufgebaut, um Fehler zu vermeiden. Natürlich kann es vorkommen im Krankenschwesterbereich, dass man irgendeinen Fehler macht und der kann dann gewaltig sein. Medikamente können vertauscht werden, bestimmte Vorschriften liegen bleiben, irgendwelche Informationen querlaufen, es ist alles möglich. Aber dass Sie leichtfertig etwas falsch machen würden, ist ganz unmöglich. Und wenn wir die Angst, ich könnte etwas falsch machen, übersetzen würden damit, ich habe das Vertrauen verdient, zuverlässig zu sein, dann hätten wir die Gegenposition, die Sie sich längst erworben haben. Und dann wäre vielleicht sogar zu sprechen mal mit den Leuten, von denen das abhängt. Da ist ein Stationsarzt, ein Chefarzt, eine Mitschwester, irgendjemand, ein Kollege. Und dessen Einschätzung ist mit Sicherheit realitätsgerechter als der Reflex uralter Ängste aus Kindertagen von vor 50 Jahren, die Sie da erzogen haben. Die Frau bei ihrer Handarbeit darf nicht mehr der Maßstab sein für das, was sie heute sind. Aber man kann sie loswerden, indem zunehmend sie lernen zu hören auf die Menschen, die sie wirklich umgeben und mit kompetentem Urteil durch den Tag begleiten. Die müssen sie nicht verbal loben. Es genügt, dass kein Tadel ist. Das ist für die meisten Betriebe das größte Lob schon, das es gibt. Man muss sich das nur richtig klar machen. Der Chef hat freundlich guten Tag gesagt und er hatte nichts zu meckern. Also war alles in Ordnung. Muss man interpretieren, ist nicht gleich selbstverständlich, aber so geht es in aller Regel zu. Und dann gibt es die Kollegen, die wirklich ein Urteil haben und die einen bestätigen können, wie das ist, was man tut, in seiner Zuverlässigkeit, seiner Bemühtheit, seinem Pflichtgefühl, dem Prinzip geradewegs der Schuldvermeidung durch Fehler. Das war bisher Angst, aber stellen Sie sich vor, das wäre möglich, auf dem Hintergrund menschlicher Beziehung und Vertrauen zu leben. Dann wird 56 Jahre alt, wie Sie geworden sind, für den Rest der Tage, das können noch ein paar Jahrzehnte sein, eine glückliche Frau, die es verdient hat. Ich sage das, weil das fast immer so ist. Menschen, die in der ersten Lebenshälfte gehen und gehen mussten, so steil, wie wenn sie die Cheops-Pyramide bis zum Zenit emporklettern müssten. Übrigens verboten. In Gizeh, aber manche müssen es. Bei denen kann der Abstieg leichter werden, wenn die Sonne sich gen Westen senkt. Sie haben es überschritten. Und was jetzt
entkommt völlig dem Grunde, dem Gesetz der Schwerkraft und ist leichter. Das wünsche ich von ganzem Herzen. Die Belastung haben Sie durchgestanden. Was jetzt kommt, ist eine Phase des tieferen Einverständnisses. Herr Debermann, wir haben einen weiteren Hörer, der uns Ihnen geschrieben hat. Auch er würde gerne, was wir akzeptieren, anonym bleiben. Und er schreibt, kann es sein, dass das Versagen als Schicksal an mir klebt? Es gibt doch den Begriff des Self-Fulfilling Prophecy, also die Idee, dass ich mich durch eine Vorstellung in diese hineinversetze. Seit meiner Kindheit verfolgt mich nun dieses Versagen, weswegen ich dankbar dafür bin, dass Sie heute in dieser Sendung diesen Begriff nun aufgreifen. Meine Eltern haben eigentlich immer versucht, mich zu unterstützen und zu fördern, aber dennoch scheint mir allein das Scheitern in die Wiege gelegt zu sein. Ich bin zum Beispiel 2-mal geschieden. Was könnte ich gegen diesen Teufelskreis tun? Das müsste man in einer ruhigen Stunde wirklich untersuchen, einmal wie Ihre Eltern versucht haben, Versagen zu vermeiden. Ich nehme an, dass da eine Menge von dem ist, was die Psychologen auch englisch gesprochen als Double Bind bezeichnen. Das heißt, Sie haben ein Kind, dem Sie nicht wirklich zutrauen, dass es aus eigenen Mitteln etwas könnte. Schon die Frage kann für die Kinderpädagogik abstrus werden. Man will nicht, dass das Kind einfach glücklich ist, dass es spielt, dass es Interessen folgt, dass es Hobbys entwickelt, dass es seinen Neigungen nachgeht und daraus das Beste macht. Nein, man hat die Vorstellung, es muss aber tüchtig sein, das Kind. Und man hat Zweifel, ob es das könnte, wenn man nicht zur Seite steht und die richtigen Anweisungen gibt. Dann ist es durchaus möglich, dass die Angst der Eltern, das Kind könnte versagen, gerade bei den wohlgemeint scheinenden Interventionen, das Kind auf den rechten Weg zu bringen, genau den Effekt haben, den sie erlebt haben müssen. Man traut am Ende sich gar nichts mehr zu. Die Eltern geben sich ja so viel Mühe, an denen kann es also gar nicht liegen. Und die wissen auch alles und die sagen doch auch alles, wie es ist. Nur man selber kann es gar nicht. Dass vielleicht sogar ein gewisses Interesse der Eltern ist, ein Kind in die Abseitsposition zu schieben, muss man nicht unterstellen, kommt aber durchaus vor. Ich kenne Situationen, wo die Eltern, sagen wir der Vater, alles Mögliche tut, damit sein Sohn tüchtig ist. Aber im Grunde hat er Angst davor, dass der Sohn tüchtig werden könnte, denn dann zeigt er, dass er selber, der Vater, ein Versager wäre. Man muss also die Tüchtigkeit des Sohnes auf eine Weise fördern, die sie ganz bestimmt torpediert, um in doppelter Weise recht zu haben. Man hat selber nicht versagt, der Sohn ist ein Versager und man hat alles getan, an einem selber liegt es nicht, dass es mit diesem Sohn so kommt. Eine Führung des Schicksals, man ist gestraft mit diesem Kind. Wir könnten sofort ganze Romane erzählen, um aus ihrem und fremdem Erleben den Eindruck, die Versagungsangst hängt wie Pech und Schwefel am eigenen Schicksal zu kommentieren. Ich will einfach, dass Sie nochmal überlegen, wie das Gefühl zustande kam bei den wohlmeinenden Eltern, die Sie ja eigentlich immer unterstützt haben, Ihrer Erinnerung nach. Ich nehme an, da war eine Menge Gift in die Nahrung gestreut. Das war nicht nur das reine Wohlwollen, da war auch Angst im Spiel, da war Druck dabei, da waren bestimmte Inhalte vorgegeben, die sich nicht gerade an ihren eigenen Fähigkeiten und Neigungen orientierten. Kurz, es kam zu Brechungen. Und dann höre ich heraus aus Ihrer Frage den schon in Kindertagen verzweifelten Willen. Ich möchte es doch meinen Eltern recht machen. Ich möchte doch, dass meine Eltern zufrieden sind. Ich kann aber meine Eltern gar nicht zufrieden machen. Also habe ich wieder versagt. Ich mache meine Eltern nicht so glücklich, wie sie wären, wenn sie einen tüchtigen Jungen hätten. So kann sich das endlos ausdehnen. Und die Frage ist, wann fänden Sie denn Punkte, mal mit sich selber zufrieden zu sein? An welchen Inhalten wäre das festzumachen? Wie wäre vorstellbar, Sie täten etwas, von dem die Erwartung wäre, Sie würden nur mal glücklich sein. Nur mal mit sich im Einverständnis sein. Ich vermute, dass das weit weg ist von den Leistungsforderungen, an denen Sie heute noch Nägel kauen. Und der Maßstab der Eltern wäre nicht der wichtige dabei, sondern Sie sich selber würden zum Parameter für das, was innere Identität und selbstgewählte Übereinstimmung bedeuten könnte. Es wäre dann nicht die Angst zu versagen, es wäre im Grunde das Versagen darin, dass Sie sich zu viele Glücksmöglichkeiten, zu viele Punkte der Übereinstimmung verbieten, im Echo immer noch
dessen, was ihnen versagt wurde in Kindertagen. Das macht heute dann das Gefühl, selber zu versagen. Aber es ist im Grunde die Summe von vielen Verboten, die sich gegen ihr eigenes Leben gerichtet haben. Wenn wir dann da anknüpfen, bleibt natürlich eine Symptomkur. Ich glaube, es ist heute wirklich etwas dran. Aus lauter Angst zu versagen, macht man die Dinge genau so, dass am Ende nichts Rechtes mehr dabei herumkommt. Wir sind dann bei den beiden Stellschrauben, die wir vorhin mal angesprochen haben. Angst lässt sich im Leistungsbereich verringern, indem man die Erwartung an sich selber nicht automatisch so hoch stellt, dass man schon unsicher wird, ob man die gesteckten Aufgaben erfüllen könnte. Wenn man mal beginnt bei dem, was man sich in Ruhe zutraut, dann hätte man schon mal einen einfacheren Zugangweg, eine innere Bestätigung. Und das andere ist, man müsste Buch führen über das, was man wirklich geleistet hat. Sonst rennt man immer wieder blind in die Wiederholungsschleifen. Ich habe es ja früher nicht geschafft, ich schaffe es auch jetzt nicht, ich werde es bestimmt beim nächsten Mal auch nicht schaffen. Da haben Sie recht, das sind sich selbst erfüllende Prophezeiungen aus dem Echo der Eltern. Dagegen lässt sich eigentlich nur ein Programm setzen, das überschaubar wird. Ich nehme mir jetzt etwas vor, das ich mir zutraue. Und das sind meine Maßstäbe jetzt. Und es muss auch gar nicht sehr gut werden, auch ausreichend ist ausreichend. Und befriedigend, befriedigend. Und nach mir richtet sich's jetzt, was ich da schaffe. Ich setze mal voraus, Sie hätten wirklich diese Spielräume an den Stellschrauben drehen zu können. Da wäre ein gewisser Autonomiebereich in dem, was von der Leistungsebene abgefragt wird. Es wäre auch eventuell daran gelegen, Ihren Mitmenschen, zumindest denjenigen, auf die es ankommt in ihrem Urteil, zu verdeutlichen, unter welchen Konflikten sie dabei leiden, dass mehr Verständnis ihnen entgegenkommt. Was sie sagen, ist ja nicht, ich bin ein Versager. Sie sagen, ich bringe mich oft um den Erfolg aus Angst vor Versagen. Und das ist was ganz anderes. Die Botschaft an ihre Mitmenschen wäre also, macht mir nicht so viel Angst, indem ihr mich festklebt auf bestimmte Erwartungen. Geht mit mir freundlicher um. Wie die Frau vorhin sagte, es gab in meinen Kindertagen doch niemals Lob, niemals Anerkennung. Aber das wäre so wesentlich. Vielleicht hilft es sogar umgekehrt. Sie schauen sich mal um nach den Menschen, die Sie von innen her loben möchten. Auch so geht es ja meist. Da man selber kaum gelobt wurde, kommt man gar nicht auf die Idee, man könnte dankbar sein für die Menschen, die man um sich hat. Und allein schon, indem so ein bisschen Freundlichkeit einzieht in die latente Feindseligkeit, wer kritisiert wen, ließe sich ein Klima denken, in dem man leichter atmen könnte. Man lobt den anderen, man wird dafür gelobt, man erläutert die eigene Situation dem anderen, man fragt, wie viel jetzt objektiv an Erwartungen mit einem bestimmten Auftrag sich verbindet, wie viel Angst man dabei wirklich haben muss. Und wenn Sie dann zurückkehren in das, was erfahrungsgemäß Sie wirklich tun können, hoffe ich, dass die Angst sich stufenweise einfach abbaut. Und wir haben keine sich selbst erfüllenden Prophezeiungen mehr im Negativen. Wir haben begründete Erwartungen für Zukünftiges, auf das Sie zugehen können. Aber ich gebe Ihnen zu, wir müssen ein bisschen die Fenster putzen und den Scheinwerfer richtig justieren. Herr Drebermann, wir haben jetzt viel in der bisherigen Sendung mit Menschen geredet, die ein persönliches Versagen entweder diagnostiziert haben oder befürchtet haben. Wir haben zwei Zuschriften, die in eine ganz andere Richtung gehen, was das Wort Versagen auch meint. Und ich lese mal die erste Frage von Walter Wieting aus Diepholz vor. Das Versagen hat ja immer einen negativen Zungenschlag in unserer Gesellschaft. Wer versagt und nicht den Leistungsanforderungen seines Arbeitgebers entspricht, steht hinten an. Aber es gibt doch auch die Formulierung, dass sich jemand etwas versagt. Zum Beispiel versage ich mir, auf jemanden herunterzuschauen, der ein Verbrechen wie einen Diebstahl aus Not begangen hat. In diesem Fall ist es doch auch positiv, sich etwas zu versagen. Ist dies ein anderes Versagen als das, über das wir bislang gesprochen haben? Nein, rein linguistisch nicht. Man kann das so benennen. Dann ist alles, wo man Nein sagen muss, wo man eine Entscheidung trifft, indem man etwas verneint, ausschließt, nicht tut, ein Versagen.
Und Sie haben vollkommen recht, jede Negation ist auch eine Position. Und alles, was man verneint, kann als positiv gewertet werden, wenn es sich auf das Richtige, auf das wirklich zu Verneinende bezogen hat. Man assoziiert bei dem Wort Versagen allerdings nicht dies, eine Selbstaskese dem Verkehrten gegenüber, eine Absage an den Hochmut, wie Sie sie beschreiben, eine Art von Selbstdisziplin, die vermeidet, in Suffisanz und Stolz auf andere herabzuschauen, die man als Versager in der Gesellschaft zu betrachten gewöhnt ist. Bei all dem ist Versagen etwas Positives, indem es auf ein Unterlassen von erkennbaren Fehlern hinausläuft. Das setzt ein Stück von Einsicht voraus, auch von Selbstbejahung. Setzt auch voraus, dass man sich selbst gefunden hat in dem, was stimmt. Man kann ja den Vergleichskampf, den falschen Stolz in der Bewertung anderer erst dann aufgeben, wenn man ungefähr weiß, wo man mit sich selber dran ist. Man kann die anderen erst ein Stück weit leben lassen, wenn man nicht mehr um einen Platz an der Sonne für sich selber kämpfen muss. Das alles ist in Ihrer Frage mitgelegen. Also die Fähigkeit, in Ihrem Sinne zu versagen, ist ganz sicher auch die Frucht einer Bejahung, die Sie mal erfahren haben. So wie wir eben die Versagensängste beschrieben haben, als das Echo von vielem, was an Glücksmöglichkeiten in Kindertagen, an Entfaltungsbedingungen, noch als man klein war, versagt und untersagt wurde, da haben sich im Schatten von Verboten und Verhinderungen am Ende ganze Zonen im Leben gebildet, wo im Grunde so viel Dunkelheit ist, dass kein rechtes Leben mehr gedeihen mochte. Bei Ihnen gerade umgekehrt. Sie sagen, ich verzichte darauf, zerstörerisch ins Leben anderer einzugreifen, in dem Gefühl der eigenen Berechtigung. Das ist sehr wichtig, weil es die Perspektivendrehung nochmal jetzt aber aus Ihnen selbst in Ihrer Frage als Betroffene formuliert, die wir in Abarbeiten all der Fragestellungen bisher angepeilt haben. Sie sagen, das brauche ich gar nicht mehr, ich habe den Scheinwerfer schon richtig und ich sehe das jetzt ganz klar, bestimmte Dinge brauche ich nicht mehr. Wenn das, sich selber Fehler zu versagen, umschreibt, was Richtiges zu tun, kann ich nur wünschen, dass der Weg in Diepholz für Sie so weitergeht, wie er gelaufen ist. Herr Drebermann, ich habe jetzt die Reihenfolge der Zuschriften geändert und gebe zu, dass das, was jetzt gerade vor mir liegt, mich ein wenig ratlos macht und Sie haben immer die Vokabel benutzt, erschüttert. Deswegen stelle ich die eine Frage nach dem Versagen in der Politik zurück. Dass die Hörerin anonym bleiben will, das versteht sich in diesem Fall von selbst. Ich lese Ihnen vor, was sie Ihnen schreibt. Meine Tochter ist 18 Jahre alt. Sie hasst mich, sie beschimpft mich und gleichzeitig sucht sie nach mir. Ich habe sie voller Liebe allein aufgezogen. Der Vater hat mich verfolgt im Sinne von Stalking und sie psychisch missbraucht, auch mit sexuellen Fantasien belegt. Meine Tochter konnte die Zwietracht nicht ertragen, verletzte sich selbst. Aus Angst vor drohendem Selbstmord sowie extremer Aggression musste ich psychiatrische Hilfe holen. In der Folge wurde sie eingewiesen, dort erlebte sie furchtbare Zustände und hasst mich auch deshalb. Ich habe keine Schuldgefühle, ich habe Angst um sie und wünsche mir so sehr eine Lösung für ihre Qual. Aber alle Versuche liefen schief. Sie lässt eine gute Verbindung nicht zu, obwohl unser Zusammensein manchmal schön ist. Anzufügen ist noch, dass der Vater sie schulisch unter Druck gesetzt hat. Sie hat aufgrund ihrer schweren Situation wenig Energie für die Schule aufweisen können und fühlt sich als Versagerin, weil sie nur einen Hauptschulabschluss machen würde. Meine Freunde und Freundinnen sagen, ich sollte sie loslassen. Das heißt, für mich sie alleine zu lassen. Oder sollte dies Versagensangst bedeuten? Ich glaube das nicht. Natürlich gibt's nicht aus einem Studio in Bremen eine Antwort auf diese Komplikation eines ganzen Lebens, das auf so vielen Ebenen auch spielt. Das eine ist, Sie sagen, Sie haben die Tochter fast allein erzogen. Aber dann wieder gar nicht, weil Ihr Ex-Mann unglaublich zerstörerisch in das Leben Ihrer Tochter eingewirkt hat und Sie offenbar nicht über die Möglichkeiten verfügten, sie davor wirksam zu beschützen. Einen ganzen Teil des psychischen Problems heute machen Sie fest, sogar an den sexuellen Übergriffen Ihres Mannes
Oder habe ich das falsch verstanden, dass das Talking ihn galt und nicht der Tochter? Das konnte ich schwer heraushören eben. Ich glaubte verstanden zu haben, dass auch der Vater in irgendeiner Art sich an ihrer eigenen Tochter vergangen hat. Und darin mit jetzt eine ganze Reihe von Verwirrungen bis ins Psychiatrische hineinzusuchen sind. Sie sagen, ich fühle mich nicht schuldig, aber ich habe Angst vor meiner Tochter. Wenn das so ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste man sagen, es ist an der Stelle ganz sicher ein enormer Schwachpunkt gewesen, als sie ihre Tochter nicht den Händen des Vaters wirksam genug haben entziehen können. Da war die Trennfläche zwischen ihrer Tochter und dem Mann zu schwach, aus was für Gründen immer. Ihr Mann wird dabei eine Menge beigetragen haben, aber es ist auch die Frage, wie viel an innerer Abhängigkeit noch bestand. Die meisten Mütter wünschen natürlich, dass die Tochter einen Vater hat. Sie bekommen auch nicht fertig, den Vater als den reinen Teufel zu schildern, als den bösen Geist, den man jetzt unbedingt mit Wade Retro-Satanas aus dem Hause jagen müsste. Man will ja, dass die Tochter auch den Vater irgendwie gern hat oder liebt. Jedenfalls ist sie ja sein Kind. Es mag dann sein, dass am Ende auch ein Abwehrkampf über die Tochter erfolgt. Man will nicht, dass sie wird wie der Vater. Man möchte sie beschützen vor dem Vater. Es geht viel eigene Angst ein. Wann kommt er wieder? Auch das muss jahrelang ein Problem gebildet haben. Und ich höre das, wenn Sie sagen, meine Tochter hasst mich und dabei habe ich doch alles nur so gut getan, als ich es irgend konnte. Wir vielleicht gar nicht von Hass sprechen müssten, sondern dass dieses ganze Durcheinander von ihrer Tochter ihnen angelastet wird, als der Einziehen, die überhaupt greifbar ist. Ihre Tochter wird sagen, du hast mich nie wirksam beschützt, zum Beispiel von meinem Vater. Und damit hätte sie ja recht. Sie wird sagen, du hast mir nicht geholfen, wenn ich am Durchdrehen war. Das ist objektiv richtig, selbst wenn es persönlich sie als ungerechter Vorwurf erreichen muss. Sie wird sagen, ich hab's halt nicht geschafft, in diesem Irrenhaus ging's auch gar nicht anders, aus der Perspektive ihrer Tochter wieder sehr verständlich. Wie wenn's nicht schon schlimm genug wäre, setze ich jetzt voraus, dass die Ärzte, die ihre Tochter behandeln, geneigt sein werden, die ganze Beziehung zur Mutter mit als Teil des psychischen Problems zu sehen. Ich kenne Psychiater, die als erstes verordnen, dass der Kontakt zu den Eltern eine ganze Weile lang unterbleibt oder nur kontrolliert erfolgt. Weil die denken, ein Mädchen mit 18, das in die Psychiatrie muss, aufgrund seelischer Störungen bedingt im Elternhaus, das muss man erst einmal auf ein ganz neues Plafond stellen, wo man ruhig das Leben von vorne lernt. In diesem ganzen Wirrwarr ist das nicht möglich. Und die Frage kann auch nicht heißen, hasse ich meine Mutter, liebe ich meine Mutter, verdient meine Mutter, dass sie geliebt wird, werde ich meiner Mutter gerecht? Das lassen wir jetzt mal. Die Frage ist, wie ihre Tochter dahin kommt, bis zwei zu zählen im eigenen Leben. Und so ähnlich höre ich auch den Ratschlag ihrer Freundin, die sagen, hör auf, dich darum zu kümmern. Du läufst einer Sache hinterher, die du nicht mehr einfangen kannst. Du erzeugst selbst mit gutem Willen so viel Fluchtangst, dass du am Ende die Tochter ganz ins Weite treibst. Ich würde anders gerne ansetzen und sagen, sie haben so viel erlebt und hinter sich, so viel an Leid durchgemacht, so viel an gutem Willen investiert, dass sie es längst verdient hätten, mal nicht zu denken, wie kann ich meine Tochter retten und wie viel Angst muss ich haben um meine Tochter, sondern was mache ich denn mit meinem eigenen Leben? Ich bin da noch was anderes als nur die Mutter meiner Tochter und nur die verlassene Ehefrau eines missratenen Ehemanns. Wann komme ich denn mal dazu, in Ruhe selber zu leben? Ich glaube, wenn dich das beantworten ließe, hätte sogar ihre Tochter das Beste, was sie haben könnte. Sie hätte in ihnen das Beispiel, wie man als Frau ein bisschen jedenfalls gegen unglaubliche Widerstände lernt, glücklich zu werden. Und das ganze Sorgen und die Dauerangst und wie mache ich es denn jetzt richtig und was muss ich noch tun und wie kann ich vielleicht die Ärzte ändern? Vielleicht sind das nicht die Besten, die es gibt und die Tochter kommt noch verdrehter aus der Psychiatrie wieder, als sie eingeliefert wurde. Diese ganze Schraube ohne Ende sollte irgendwann ihnen aus den Händen entgleiten. Vielleicht stimmt das ja gar nicht. Ich lasse dann meine Tochter allein. Sie geben sie lediglich in Hände, die neutraler,
die weniger belastet, die weniger selber involviert, die mit mehr Abstand und Ruhe die Dinge angehen kann. Und die Hoffnung hätte ich, das täte ihrer Tochter gut. Sie ließen sie da nicht allein, aber sie ließen sie in gewissem Sinne los. Sie ließen sie nicht im Stich, aber sie überließen sie. Und sie setzten gegen die eigene Angst, was wird denn dann, ein Stück Vertrauen mal. Andere wären dran. Und die Frage wäre auch noch zu beantworten, welche Hilfen hätten Sie denn an Ihrer Seite? Ich höre das mal jetzt nicht nur bezogen auf Ihren Mann. Ich habe meine Tochter ganz allein erziehen müssen. Da ist so viel Einsamkeit, was sie umgibt. In gewissem Sinn auch Kälte, die sie einhüllt. Dass es so schön wäre, es würde das durchlässiger ja für ihr eigenes Leben schon. Ganz sicher glaube ich mich, dass wenn Ihre Tochter mal sähe, meine Mutter kann glücklich leben, sie wiederkäme, um es bei Ihnen zu lernen. Und die ganzen Vorwürfe hörten dann auf. Und sie wären ein Beispiel, zu sagen, wir lassen uns nicht mehr einfangen jetzt in Angst vor Männern, in dauernden Schuldgefühlen, in Wiedergutmachung schleifen, in es ist immer noch nicht richtig. Wir fangen mal an, einfach ein paar Dinge richtig zu machen, weil sie uns gut tun. Wenn das gelingen könnte, gerade jetzt am freien Wochenende, im Anschluss gerade an dieser Sendung heute Abend um 9, es wäre viel gewonnen. Und sie dächten mal nicht an ihre Tochter, das machen die Ärzte in der Klinik. Sie dächten mal nur, wie komme ich heute durch die Nacht und verbringe ich den morgigen Sonntag. Und eines Tages gingen sie zu Besuch und meldeten ihrer Tochter, was sie getan hätten, ohne die. Und vielleicht sogar eines Tages, um sie einzuladen bei dem, was sie an Schönem für sich selbst entdeckt haben. Und sie hätten kein Problemkind, sie hätten eine Begleiterin im Glück. Ein Geschenk. Herr Trebermann, wir haben noch einige wenige Minuten. Da kriegen wir noch eine einzige Frage unter. Das ist heute die 54. Ausgabe der Redefreiheit. Als wir beide vor 53 Sendungen diese Sendung konzipiert haben, da haben wir beide gesagt, Redefreiheit heißt, Herr Trebermann kann sagen, was er will, aber auch die Hörer können fragen, was sie wollen. Und Oliver Mörchel aus Greiz, das liegt in Thüringen, schreibt: Mich interessiert sehr, Herr Trebermann, ob Sie selbst schon mal mit Versagensängsten zu tun hatten und zu kämpfen hatten, wenn Sie mittlerweile schon so vielen etablierten Kirchenmännern entgegentraten, um, ob unmittelbar in der Diskussion oder in Buchform, die Bibel in diametral anderer Weise auszulegen und damit schließlich die ganze Institution Kirche zu widerlegen. Hatten Sie nie Angst, dass Sie einmal ein Argument oder eine Bibelstelle angefügt werden könnte, auf die Sie keine Antwort wussten? Natürlich kann man nur im Verlauf des Lebens reifen dazu, bestimmte Texte aus dem Munde Jesu tiefer zu verstehen. Das kann man nicht einfach abrufen, weil man es will oder weil nächsten Sonntag eine Predigt auf der Kanzel abzuliefern wäre. Aber was die Art der Bibelauslegung angeht, hatte ich wirklich meinen Oberen gegenüber nicht Angst. Ich glaube, man muss die Sache Jesu so auslegen, dass sie Angst beruhigt, dass sie Schuldgefühle hinwegnimmt, dass sie therapeutisch ist. Dass Jesus das so gemeint hat, scheint mir außer Frage, und eine Kirche, die eher Neurosen schafft, als dass sie seelische Befreiung bewirkt, steht in dem Verdacht, nicht gerade der Sache Jesu zu folgen. An dem Schritt habe ich nicht viel auszusetzen. Meine eigene Angst ist aber, ich könnte Menschen schädigen. Nicht, weil ich das wollte, aber weil bestimmte Dinge mir entgehen, weil ich manches nicht richtig einschätze. So etwas ist natürlich vorgekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe manche Situationen nicht richtig eingeschätzt und die Folgen sind enorm, ohne dass ich das jetzt darstellen will. Natürlich kann ich dabei Angst haben, sowas kann es wiedergeben. Man kennt sich selber auch in den unbewussten Zusammenhängen nur begrenzt. Vor solchen Dingen habe ich Angst, so wie ich glaube, dass im Operationssaal ein Chirurg nie sicher sein kann, ob ihm dies und das nicht doch passieren wird. Das ist berufsbedingte Angst und die gehört dazu. Dagegen kann ich auch nichts machen, das will ich sogar so beibehalten. Dann bleiben Dinge, die man doch ein Stück ändern kann. Ich hatte jahrelang Angst, ich stehe auf der Bühne und ich habe den Text nicht gelernt. Ich weiß nicht, ich kann auch das Drehbuch nicht. Ich weiß nicht jetzt, was ich sagen soll. Ich kann mich über die Zeit retten, aber es funktioniert nicht. Das muss aber lange her sein. Ist gar nicht so lange her. Und dass mir keiner zuhört, das glaube ich immer noch. Gut. Herr
Herr Drewermann, wir haben noch 5 Minuten und wir freuen uns beide immer, wenn wir ganz zum Schluss Gustav Mahler hören. Bevor wir das gleich tun, sind noch ein paar Abkündigungen hier vorzunehmen. Denn erstens, dass wir heute ausnahmsweise um 21 Uhr Schluss machen mit der Redefreiheit, was Gründe hatte, die ich am Anfang der Sendung erläutert hatte. Wir übertragen ab 21.05 Uhr eine lange Jazznacht von der Jazz Ahead. Das ist ein internationales Musikfestival, das derzeit in Bremen stattfindet und diese Nacht morgen zu Ende geht. Deswegen also heute Schluss um 21 Uhr. Die nächste Sendung, die findet am 25. Mai statt, dann zum Thema Natur. Da geht es um 19.05 Uhr nach den Nachrichten los und es endet ordnungsgemäß um 22 Uhr. Ganz zum Schluss geht mein Dank an die Kollegen und Kolleginnen, die diese Sendung möglich gemacht haben. Jürgen Franke waren das, Bettina Kell und Stefan Cartier. Und meine Befürchtung am Anfang dieser Sendung, dass viele Menschen außerhalb unseres terrestrischen Verbreitungsgebiets gar nicht hören könnten heute, weil wir eine Störung im Internet haben, die scheint gegenstandslos gewesen zu sein. Denn gerade, wie mir aus der Regie dieser Sendung bedeutet wird, hat sich jemand aus Brasilien gemeldet. Also wenn man uns schon in Brasilien über Livestreaming hören kann, dann wird das auch irgendwo zwischen Kiel und Karlsruhe möglich gewesen sein. So, und ganz am Ende wünsche ich Ihnen noch, Herr Drewermann, heute ein bisschen früher als sonst. Einen schönen Abend noch und ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Jörg-Dieter Kugel.